Wir sind heute wegen ihm da. Hermes Trismegistos. Unter dem Namen Hermes Trismegistos war er eigentlich bei den Griechen bekannt. Er steht in einer Verbindung mit dem Gott Tod aus Ägypten. Wobei man sagt, dass er da als Hermes in einer anderen Inkarnation da war. Also im Geist des Tod eigentlich. Ich kann da das kurz ein wenig vorlesen aus dem, wenn wir mal kurz reinschauen in die Übersetzung von den 10 Smaragdtafeln, die der Hermes geschrieben hat, anscheinend. Die Geschichte, die da heute erzählt wird, ist seltsam und jenseits dessen, was die moderne Wissenschaft glauben will. Das Alter dieser Tafeln, also von den Smaragdtafeln, von denen wir da reden, wo das anscheinend in der Vergangenheit aufgeschrieben worden ist, ist ungefähr 36.000 Jahre vor Christus. Und da sind wir schon wieder bei dem gleichen Punkt, den ich eigentlich bei alle meine Vorträge immer wieder drinnen habe, dass ich keine zeitlichen Datierungen mag. Weil ich auch ganz ehrlich gesagt nicht glaube, dass sie eine Geschichte über 30.000 Jahre hält. Da habe ich schon meine Bedenken. Selbst wenn sie in Stein gemeißelt ist, glaube ich, dass wir nach 30.000 Jahren nicht mehr wissen, was für Schriftform, dass das dann noch wer entziffern kann, das ist mir ein zu langer Zeitraum. Ich glaube, dass das auch da vielleicht damit zu tun hat, dass man das so riesig präsentiert, dass man ein gewisses Erstaunen erzeugt. Wer war jetzt der Hermes oder der Tod in dem Sinn, der ägyptische Gott? Beim Hermes selbst, Hermes Trismegistos, sagt man, er hat 3000 vor Christus gelebt. Also da waren wir zum Teil schon in einem Zeitraum, wo ich sage, okay, wenn da was in Stein gemeißelt wird, das kann sich bis heute auf da halten. Vielleicht sogar das Wissen, diese Schriftzeichen zu entziffern, das werden wir nachher sehen. Ich habe ein paar Sachen drinnen, die ich super interessant finde, weil wir haben ganz, ganz viele verschiedene Schriftformen in Europa. Und da ist eine ganz interessante Schriftform, die ist glagolitisch, die wir uns angeschaut haben in Istrien. Weil man da witzigerweise ganz, ganz viele Ähnlichkeiten findet zu manchen von den Schriftzeichen, die man dann sehen auf die Tafeln vom Hermes. Also da gehe ich eigentlich davon aus, dass das eine gute Zeitlinie ist. Das 3000 vor Christus, dann kann man sagen, okay, sind es 4.000, 5.000 Jahre vor unserer Zeit. Heute, in so einem Rahmen kann sich was halten. Wer meine anderen Sachen kennt, wie die Forschung in der Resonanzkammer zum Beispiel, da sind wir auch in dem Bereich, in dem zeitlichen Bereich, wobei ich mich nicht festlege. Ich sage jetzt nicht dezidiert so und so viel tausend Jahre, aber wir sind ungefähr in dem Bereich, wo wir sagen, ausgehende Jungsteinzeit. 5.000, 6.000, vielleicht 7.000 vor unserer Zeit. Aus der Zeit außer kann ich mir vorstellen, dass Wissen bewahrt worden ist, dass Wissen noch da ist. Hermes Trismegistos. Ich habe auch die zwei Bücher mit, wo ich eigentlich als meine Hauptquellen nehme. Das Kybalion und die 17 Bücher des Hermes Trismegistos. Da steht die Erkenntnis der Natur und des darin sich offenbarenden großen Gottes. Ich ziehe gleich den Punkt dorthin weiter, wo wir vorher kurz waren. Die Erkenntnis deiner selbst ist da ganz, ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Erkenne dich selbst oder begib dich auf den Weg, dich selbst zu erkennen, weil das ist ein ewig, ewig langer Prozess. Das ist wirklich ganz, ganz viel, bis wir uns selbst kennenlernen. Wer sind wir? Wir sind nicht unser Körper. Das ist auch in der hermetischen Philosophie drin, dass wir eine Seele sind, die in der Runde einen materiellen Körper bewohnt, aber wir sind nicht unser Körper. Menschen in unserer Zeit definieren sich ganz oft über die Körperlichkeit und das muss man auch erkennen, dass das jetzt nicht die reine Wahrheit ist. Wir haben den Namen Hermes. Hermes Trismegistos, das würde eigentlich in der Übersetzung heißen, der dreimal Große. In manchen Übersetzungen sagen sie auch der dreimal Geborene, was wieder so ein Hinweis war auf eine wiederholte
Inkarnation des Gottes Tod aus Ägypten. Wenn man sich das dann näher anschaut, geschichtlich, dann war das jetzt da der erste, die erste Inkarnation oder die erste Form, wo wir die Entität, die Wesenheit kennen würden. Das ist eben der Gott Tod mit dem Beinamen Tod der Atlanta. Also wir kommen da in der Zeit von Atlantis und auch Lemurien, das sicher schon einige Jahrtausende zurückliegt, aber wie gesagt, ich lege mich da auch nicht fest jetzt mit den zeitlichen Datierungen genau. Als Hermes war er bekannt bei den Griechen in der Antike, bei den Römern, die haben den Merkur oder Merkurius genannt. Das ist immer die gleiche Wesenheit. Und das ist so, dass man eigentlich weltweit in die ganzen Kulturkreise verschiedenste Namen hat, immer wieder für den gleichen. Bei den Germanen wäre es der Janus. Südamerika Quetzalcoatl. Also wir kommen Ahura Mazda, wenn man in den Osten umgeht. Ganz, ganz, ganz viele Namen für die gleiche Wesenheit. Er ist auch als Hermes, als Merkur, oft so dargestellt, mit den Schurch, mit den Flügeln und auch mit dem geflügelten Helm. Das ist ein bisschen so ein metaphorischer Hinweis, dass er sich durch die Lüfte geschwungen hat. Und es gibt Geschichten, die erzählen, dass er da der große Baumeister überall auf der Welt unterwegs gewesen ist und die Herrschaften weltweit gezeigt hat, wie man solche Dinge wie Pyramiden baut. Er ist auch bekannt als der Erfinder aller Schriften und Sprachen, aller Maßeinheiten, aller Künste. Das war jetzt einmal so der Teil für auch der Medizin und die ganzen Chemie und Alchemie, das wird alles dem Tod zugeschrieben. Lustigerweise als Hermes kriegt er dann auch den Beinamen der Listige oder der Dreigesichtige. Der ist da der Patron der Diebe und Trickser. Der Listige, der Lügner. Man hat ganz, ganz viele Attribute ihm zugeordnet. Und mittlerweile ist unsere Forschung einfach so weit gegangen, ich habe ein paar gute Freunde, einer davon ist der Alexander Koltepin aus St. Petersburg, der auch gern mit solchen Sachen herumforscht, und wer das einmal lesen will, kann euch seine Website schicken. Dann habe ich ein bisschen auf die Idee gestoßen, das wird jetzt einfach dann wieder aus dem Video wahrscheinlich entfernt, weil ich das in der Öffentlichkeit so noch nicht direkt vertreten kann. Wir kennen diese Wesenheit unter einem ganz anderen Namen, und der ist Luzifer. Weil das ist die allerbeste Version, dass man das versteckt, dass man hinschaut, was denn der wirklich da hat. Luzifer heißt in der Übersetzung der Lichtöffner oder der Lichtbringer. Wird bei uns mit dem Teufel gleichgesetzt. Wir sind genau in dem Bereich, dass für diejenigen, die uns beherrschen wollen, dieses Wissen teuflisch ist. Weil die das Wissen aus der Hermetik, aus dem Gefängnis, in der Inkarnation da befreit. Ja, es gibt wunderbare Darstellungen, es gibt wunderbare Statuen, wunderbare Zeichnungen und auch Felsritzungen in Ägypten. Das heißt, es muss auf jeden Fall eine Wesenheit gewesen sein, die sehr großen Eindruck hinterlassen hat, geschichtlich, in die Überlieferungen oder vielleicht sogar zu einer Zeit, wo er tatsächlich gelebt und gewirkt hat. Weil sonst mache ich nicht solche Statuen, Anubis, der Wächter der Unterwelt, ist ein weiteres Attribut, das dem Hermes oder dem Tod zugerechnet wird. Er ist der Wächter der Unterwelt. Das heißt, er hat einen ganz besonderen Status gehabt, auch gegenüber den anderen Göttern, weil bei den Römern zum Beispiel ist er bekannt als der Götterbote. Was heißt das aber jetzt? Bringt der dann Nachricht der Götter zu uns? Oder Nachricht von uns zu den Göttern? Oder Nachricht zwischen den Göttern untereinander? Ein weiterer Name für die Wesenheit wäre Enoch. Oder Henoch, wie wir es aus der Bibel kennen. 14. Buch der Bibel, aus der Bibel entfernt, bei irgendeinem Konzil von den Arischen.
Immer nur eigentlich der Hauptteil der Glaubensrichtung in Äthiopien. Da ist es immer nur existent. Das Buch Enoch kann man gern lesen. Kann man, findet man im Internet, in alle möglichen Übersetzungen, findet man auf Deutsch, ist jetzt nicht so schwierig, ist auch nicht so viel zum Lesen. Das Lustige dabei ist, Enoch wird in der Geschichte dargestellt als der Vermittler zwischen Gott und den gefallenen Engeln. Das finde ich interessant. Wenn er dann im Endeffekt, sagen wir mal, der Luzifer ist, wie geht denn das dann? Er ist ja dann nicht der Anführer der gefallenen Engel. Er hätte vermitteln sollen. Und zwar auf Initiative der gefallenen Engel, wie man das auch sehen möchte. Ich sehe das ja auch ein bisschen differenziert. Der Semjase ist einer dieser gefallenen Engel. Der ist eigentlich zum Enoch gekommen, laut dem Buch Enoch, und hat ihn gebeten, kannst du nicht bei Gott ein gutes Wort für uns einlegen, dass er uns verzeiht, es tut uns eh so leid und bla bla bla. Da sind wir wieder in dem Bereich Götterbote. Also der hat auf jeden Fall irgendwo die Chance gehabt, eine Verbindung halten. Wir sind aber da trotzdem relativ schnell wieder in einem metaphorischen Bereich, weil der Hermes auch in seine Bücher ist es ersichtlich, dass er nicht körperlich zu Gott gereist ist, sondern dass das eher ein Trauszustand war. Dass der eher mit seinem Gemüt, wie es da dargestellt wird in den alten Büchern, Zwiesprache hält. Tod der Atlanta ist so ein Beiname, der einen Hinweis gibt, weit zurück in der Vergangenheit. Da hat es ja Kontinente gegeben oder Erdteile, die heute so nicht mehr existieren. Wobei wir mittlerweile davon ausgehen, dass wir da nicht von einem Inselreich oder von einem Kontinent reden, sondern von einer globalen Zivilisation. Das ist der Name für eine globale Zivilisation, weil wir haben da das Meer, das Atlantis, Atlantischer Ozean heißt halt. Das heißt, es muss irgendwie ganz was Großes gewesen sein, dass ich ein ganzes Meer danach benenne. Das ist eine der Ideen, anscheinend ist dieser 25.000 Jahre alte Karten, die gefunden worden ist in irgendeinem westlichen Kloster in Tibet, das kann jetzt richtig sein oder nicht, sei dahingestellt. Was da vielleicht interessant ist, das ist Südamerika. Bevor die zwei Kontinente, Mu und Atlantis, sage jetzt einmal, untergegangen oder verschwunden sind, war der Wasserstand unserer Weltmeere ganz ein anderer. Und da, in Südamerika, hat man in der Mitte durchfahren können. Da hat es das Amazonische Meer gegeben, dort wo heute der Amazonas ist, nach wie vor ein Feuchtgebiet, das relativ tief liegt. Und da, an der Übergangsstelle, findet man heute in einer Seehöhe von 4000 Meter den Titicacasee. Interessanterweise ist der Titicacasee ein Salzwassersee. Da darf man mal drüber nachdenken, wie geht das auf 4000 Meter oder 3900 irgendwas. Das heißt, es kann sein, dass wirklich Landmassen unter Wasser gegangen sind und der Meeresspiegel, nicht den Meeresspiegel, sondern andere Landmassen aus dem Wasser gedruckt haben durch das. Weiß ich nicht, ob das geht. Die Hauptstadt von Atlantis ist so dargestellt, ein bisschen nach der Beschreibung auch von Platon. Aber da gibt es einen eigenen Vortrag von mir über das. Das wird heute zu lang. Tod der Atlanta, der Schriftgelehrte der Götter und solche Dinge. Wie gesagt, der Erfinder aller Schriften und Sprachen hat in weiterer Folge dann auch was zu tun gehabt mit, was wir wieder in unserer Bibel haben. Die Sprachverwirrung beim Turmbau zu Babel, wo ja anscheinend die Menschen dann in einen Bereich gekommen sind, wo sie dann so mächtige, große Bauwerke gebaut haben, wo sogar der Rat der Götter, nicht nur einer, gesagt hat, pass auf, die werden uns zu mächtig,
Da heißt es dann sogar in der Bibel nicht, dass sie auch so mächtig werden wie wir und unsterblich. Wenn sie das erreichen, die haben eigentlich Angst gehabt, damals schon vor uns, es geht los mit der Vertreibung aus dem Paradies, weil wir den Baum der Erkenntnis genascht haben und irgendwelche Erkenntnisse gewonnen haben. Die Götter waren nie auf unserer Seite. Zumindest die, die immer arbeiten gehen sollen in die Kirchen und so. Und beim Turmbau zu Babel war das das Gleiche und die dahin gehend initiierte Sprachverwirrung, die hat für mich mit dem zu tun, dass wir bis zu dem Zeitpunkt die Fähigkeit nur gehabt haben, dass wir uns mental unterhalten. Und da hat er wieder einen Teil beigetragen durch die Erfindung aller Sprachen und die dann passierende Sprachverwirrung, weil das sind die ganzen Völker verteilt worden, dass sie sich untereinander nicht mehr verstehen. Weil das ist die große Angst der Götter damals, wie der Beherrschenden heute. Wenn wir uns einig sind, ist ein Spiel vorbei. Kommt man dann wieder sagen, wie wir vorher gesagt haben, auch der Listige, der Trickser, der Hermes oder vor allem als Inkarnation Tod, vereint beide Qualitäten in sich. Das, was wir positiv und negativ nennen würden. Gut, schlecht, hell, dunkel, weiblich, männlich. Das ist auch Teil unseres Wegs, diese Polarität nicht verleugnen oder verneinen, sondern erkennen und damit umgelernen. Wir haben, wie wir später noch sehen, an die geistigen Prinzipien, ich mag den Ausdruck Gesetze nicht ganz so gern, doch die geistigen Prinzipien weisen auf das hin, Polarität oder das Prinzip der Geschlechtlichkeit. Wir haben immer beide Energien in uns. Beide Aspekte, beide Prinzipien. Wir müssen die in Einklang bringen. Und dann auch das oben und unten. Wie oben, so unten. Wir müssen das Himmlische in Einklang bringen mit dem Materiellen. Und wir kennen das über unser Herzchakra. Das ist die Fähigkeit, die der Mensch hat. Und da kommt ein ganz, ganz superlässiger Punkt aus der Tabula Smaragdina, der mir einfach sagt, hat und immer nur sagt und immer nur beweist, dass er grundsätzlich auf unserer Seite gestanden ist. Und das, was er da hat, hat er da, dass er uns das ermöglicht, dass wir die Weiterentwicklung machen, die für uns Menschen wichtig ist. In alle seine Lehren verpackt, auch mit dem, was man vielleicht zum Teil als negativ sehen würde, wie wir vorher gesagt haben. Auch das Vergessen durch die Inkarnationen hindurch, das ist genau das Gleiche, wie wenn du auf einmal die Fähigkeit der mentalen Kommunikation verlierst. Kleiner Sidekick dazu, warum ich so auf dem umeinander reite, habe ich gefunden in der griechischen Mythologie. Die Götter haben vielleicht ein Problem damit, wenn uns wir mental unterhalten, vielleicht verstehen sie es nicht. Vielleicht haben die das nicht können. Nehmen wir mal die griechische Mythologie, Zeus und sein Hasel Hera. Der Zeus war jetzt nicht der treueste Ehemann. Der hat die ganze Zeit sein Hasel, wo es nur irgendwo gegangen ist, ist er schon auf die nächste draufgekupft. Wenn die eine mentale Verbindung gehabt hätten, so wie es für uns Menschen möglich ist und auch passiert, dann war das nicht möglich gewesen. Die hätte mit seiner Absicht, mit seinem Gedanken in die Richtung, hätte sie schon überrissen und der hätte keine Chance gehabt. Die Gedankengänge bringen mich auf die Idee, vielleicht haben die nicht zuhören können, wenn uns wir mental unterhalten. Genauso wie die heutigen nicht zuhören können, auch nicht die künstliche Intelligenz, auch nicht die KI. Wenn wir mental reden können, dann sind wir uns ganz schnell einig, weil Anliegen geht dann nicht mehr. Dann sind ganz, ganz viele Dinge auf einmal anders, durch das uns aber in der Welt in der Hand haben. Weil Liegen und Geschichteldrucker geht nicht. Wenn du so offen bist, dass du kommunizieren kannst mit wem anderen, dann musst du auch so weit sein, dass du ihn in die reinschauen lässt. Kann man nichts verheimlichen, kann man nichts vertrauen. Lüge ist finito. Das heißt, zu der Zeit ist es auch losgegangen, dass die Möglichkeit besteht, zu lügen, zu tricksen, zu betrügen. Die ganzen Untugenden, die wir ja auch zum Teil wieder als Erfahrung auch integrieren müssen. Weil wenn es nur alles lässig ist und wenn es nur im Paradies unterwegs bist, lernst du irgendwann nichts mehr. Das ist leider so. Der Mensch ist leider so. Du lernst nur, wenn es dir scheiße geht. Und zwar dann lernst du schnell. Wenn es dir richtig scheiße geht, dann lernst du auch richtig schnell.
Wenn alles okay ist, dann lassen wir das ganz gern links liegen. Leider sind halt nur mehr die Reste von dem zu besichtigen. Selbst das ist jetzt vielleicht nicht so lange her, da sind wir wieder in dem Bereich vor 1860 oder so, wo in Kairo die Regierungsgebäude gebaut wurden von Teilen, die es da bei den Pyramiden runtergerannt haben. Anscheinend irgendwelche Marmorbelege außen drauf, verziert von unten bis oben mit Hieroglyphen und wundersamen heiligen Schriftzeichen. Weg! Also so viel jetzt zum Respekt vor solchen Bauwerken, den man heute ja haben sollte. Heute darfst du unten keinen Stor aufheben, sperren sie ein. Die haben das alles runtergerannt und verarbeitet. Wir würden, glaube ich, schön blöd schauen, wenn die heute so da standen, wie es ursprünglich ausgeschaut haben. Wirklich, ich habe schon, es gibt Leute, die machen halt lässige Grafiken am Computer, wie das Ding ausschaut, wenn das in weißem Marmor verpackt ist. Alle! Dann stehen wir da wirklich ladebeifuß. Das sind Ruinen. Das kann man, oh ja, wunderbar bewundern, aber wenn die jetzt da stehen, scharfkantig, in weißem Marmor, vielleicht mit einer goldenen Spitze oben drauf, hat ganz andere Wirkung. Er ist der Baumeister, der Erfinder aller Maßeinheiten. Da gibt es auch eine kleine Anekdote, über die man im Laufe der Forschung vielleicht irgendwann stolpert. Es gibt Maßeinheiten für den Bau der Pyramiden, ist eine Elle. Wir kennen die Elle auch als eine Maßeinheit aus der Bibel. Und selbst wenn man die Bibel aufmerksam liest, wird man erkennen, es gibt zwei Maßeinheiten. Es gibt die normale Elle und es gibt die königliche Elle. Also zwei verschiedene Längenangaben. 7 cm Unterschied. Sie haben dann später einen Meter draus gemacht. Die königliche Elle ist um 7 cm länger. Also wir haben da eine Diskrepanz. Was mir wieder die Frage aufwirft, pass auf einmal, mit welcher Maßeinheit muss ich jetzt dann das wirklich rechnen? Unser Dezimalsystem kann es nicht sein, wenn wir rechnen mit Zahlen wie Pi, 3,1415 und dann endlos hinten noch keine exakte Zahl. Du kannst mit der variablen oder nicht enden wollenden Zahl nichts genaues rechnen. In Wirklichkeit. Weil du ein Kommastück dazu hast, wieder ein anderes Ergebnis. Vor allem, wenn du astronomische Sachen berechnest. Da macht auch noch ein 10. oder 20. oder 30. Stück hinter dem Komma, macht es noch was aus. Wir können das gar nicht exakt rechnen, weil wir heute in der falschen Maßeinheit unterwegs sind. Erfinder der Maßeinheiten ist aber der Hermes oder der Tod. Und da gibt es die Geschichte, dass er in seiner körperlichen Erscheinung nicht ganz perfekt war. Der hat einen kürzeren Fuß und einen kürzeren Unterarm gehabt. Weil die Elle ist die Länge. Vom Ölbogen bis zu den Fingerspitzen. Wenn er zwei unterschiedlich lange Unterarme hat, dann hat er zwei Maßeinheiten. Die eine königliche, die wir heute nicht mehr verwenden, wir nehmen die andere mit einem Meter. Also unsere Maßeinheiten stimmen nicht. Der Urmeter, USU. Wir sind überall, auf allen Ebenen müssen wir uns und die Welt neu erfinden. Wieder dahinter kommen. Wir können ganz viele Sachen nicht ausrechnen. Ja, viele, viele, viele wunderbare Darstellungen, Steinrelief, wo man sich, ja, natürlich gibt es Steinmetz, die fähig sind, dass solche Dinge machen, nur wenn man sich die schiere Menge anschaut an solchen Artefakten, wie, die man in Ägypten unten findet, die wirklich zum Teil ausschauen, wie mit einer Maschine rausgefräst. Bildhauerin. So eine Arbeit ist, weißt du, Basalt. Viel Spaß. Du arbeitest viel mit Marmor. Das geht noch. Aber du hast zu mir selber schon mal gesagt, Granit, nein, ich weiß nicht, ob ich den bearbeiten kann. Da reden wir von Basalt und zum Teil nur härtere Sachen. Wie bearbeitest du das da? Mit so einer Feinheit. Die schwarzen Särge, die wir kennen, die Anubis-Statuen, die Ramses-Statuen mit die Verzierung. Wie machst du das? Glatt poliert außen, dass der ganz schwindlig wird. Also wirklich auch für Handwerker, und da bist du als Stormetz einfach auch handwerklich aufgefordert, sagen, bitte, wie mache ich das? Weißt du, die Dinger greifst an und das fühlt sich samtig an, echt wie Hautsonkleid. Ich habe die Dinger noch nicht angegriffen, aber die Geschichten gibt es, dass die einfach sowas von perfekt sind, dass die erschaudert. Die Symmetrie in die Gesichter von den Statuen. Irre,
irre. Dass du eigentlich eher davon ausgehst, das haben wir wieder bei einer künstlichen Intelligenz und bei einer CNC-Fräse. Heute geht es einmal ein bisschen um gewisse Lehren, die anscheinend der Hermes oder der Gott Tod für uns hinterlassen hat. Und das ist hauptsächlich einmal das Kybalion. Im Kybalion sind die 7 hermetischen Prinzipien aufgeschrieben, die wir uns dann anschauen werden. Das zweite, was wir uns anschauen, das machen wir eh vorher, sind die Smaragdtafeln von Tod dem Atlanta und da respektive eine, und zwar die Tabula Smaragdina oder die Smaragdtafel des Hermes. Wie gesagt, da gibt es die Gesamtübersetzung von Dorian über 10 Tafeln, das ist sogar aufgeteilt auf 13 Kapitel, wo bis 1948 die letzten 2 Kapitel der Öffentlichkeit noch nicht zugänglich war. Der Dorial ist anscheinend irgendwo in einer weißen Bruderschaft oder so nennt man das, wird da auch genannt, wie heißt es, die höchste Stimme der weißen Bruderschaft. Ja, höchste Stimme der Bruderschaft. Wie gesagt, bis 1948 waren die letzten 2 Smaragdtafeln, die Übersetzungen, der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Weil die wirklich schon so weitreichend sind, dass die allermeisten sowieso nichts damit anfangen können. Einmal Punkt 1. Und für die Entwicklung der Menschen wäre das vielleicht einfach ein Schritt weg, wenn damals, da waren wir kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, es hat nur Zeit vergehen müssen, bis das auch, mittlerweile sind es übersetzt und auch offiziell erhältlich. Nur wir haben nun durch gewisse Entwicklungsphasen durch müssen in der sehr düsteren Zeit, im sogenannten Kali-Yuga, im dunklen Zeitalter, in dem wir uns ja immer noch befinden, irgendwie, weil das mit dem Übergang eine Zeit lang dauert. Wir sind anscheinend schon aus dem Bereich heraus, nur sind das alles sehr, sehr, sehr langwierige Prozesse, bis wir wirklich wieder in ein Zeitalter der Erleuchtung, oder in ein sogenanntes goldenes Zeitalter kommen. Da sind wir wieder aufgefordert, weil wir müssen es erschaffen. Und das ist was, was der Hermes ganz genau gewusst hat, dass das nur mit uns geht. Nur über uns, weil sonst macht es keinen Sinn. Wir sind da tatsächlich die Spitze der Schöpfung, was uns nicht über die Tiere oder über die Natur oder sonst was erhebt, weil das ist wieder der Irrglaube von wegen, macht euch die Erde untertan. Weil im Original würde ich sagen, lernen wie es funktioniert und dann passt gut drauf auf. Nicht macht ihr etwas untertan. So, das ist die bekannte, berühmte Tabula Smaragdina. Ich kann euch jetzt nicht garantieren, ob das Original ist. Weil es gibt Replikas. Ich weiß weder, wo die Original Smaragdtafel oder Tafeln momentan sind, ob man sie die anschauen könnte, wer die besitzt, ich weiß es nicht. Irgendwie weiß anscheinend eh keiner. Das Interessante an dem Smaragd, war ja eigentlich ein Edelstahl oder ein Halbedelstahl. Die Platten ist in einem chemischen oder alchemistischen Prozess künstlich erschaffen worden. Nach wissenschaftlichen Analysen bestätigt, dass die atomare sowie die Zellularstruktur dieses Materials fixiert ist. Das heißt, es verändert sich nicht. Durch keinen Einfluss, den wir auf das Ding machen können, weder mit Hitze, mit Säure, mit sonst, das verändert sich nicht. Die atomare Struktur ist fixiert, was auch immer das heißt. Widerspricht alle unsere physikalischen Gesetze. Darf normalerweise nicht sein. Aber anscheinend ist das vom Hermes oder vom Tod so gemacht worden, dass einfach alle Zeiten überdauert, ohne dass man es zerstören kann. Man kann es aber trotzdem verschwinden lassen, weil so groß ist es nicht. Und irgendwer hat immer Taut drauf auf solche Dinge. Anscheinend waren die lang und viel aufbewahrt in, ich würde mal sagen, einer der Pyramiden in Gizeh. Natürlich bezieht sich alles immer nur auf die große Pyramide, wobei die anderen zwei jetzt nicht um so viel kleiner sind. Auf jeden Fall war das anscheinend dort alles aufbewahrt, bis zum gewissen Zeitraum, wo dann auch die Priesterschaft auseinandergefallen ist, zerrissen wurde oder aufgelöst wurde und dann überbleibende Priesterteile dieser Sammlung, weil es waren ja mehr Tafeln, mit sich genommen hat, manche nach Südamerika, manche
vielleicht sogar bis nach Australien oder bis China. Das ist alles gar nicht so genau belegt. Auf jeden Fall ist die Sammlung einmal jetzt dort worden, aber auch mehr oder weniger, dass bewahrt oder beschützt ist. Wir können jetzt natürlich da mit den Schriftzeichen nicht wirklich was anfangen, oder? Kann für euch das irgendwer lesen? Ich hätte auch jetzt keine Idee, wie man das übersetzen kann. Nur Tanja und ich, wir sind trotzdem sehr interessiert in alle möglichen Richtungen, was so Schriftformen betrifft. Und Tanja hat den Vorteil, dass in Kroatien zumindest als so Junge schon mal gelernt gekriegt hat, das Glagolitische ein bisschen entziffern, von dem wir ja gar nichts gehört haben, in Wirklichkeit in unserem Geschichtsunterricht. Wir haben ja schon froh sein müssen, weil wir, ja, das ist eine super interessante Angelegenheit. Da kommt dann gleich was. Das ist eine Schriftform, die verwendet worden ist. Ich weiß jetzt gar nicht, in welche Länder überall, weil wir wissen mittlerweile, das ist im Jemen, in Albanien, in Makedonien, Glagolica. In Bulgarien. Bulgarien bis Kroatien. In Kroatien, in Istrien vor allem, ist eben dann eines der Hauptzentren, aber dann im 14., 15. Jahrhundert, der glagolitischen Schrift. Das wollte ich nur dazu sagen, sie ist durchsichtig. Und es gibt von den Schriftzeichen natürlich eine Abschrift, wo man es ein bisschen besser sehen kann. Und ich habe mich dann gestern bei der Vorbereitung noch ein bisschen gespült, weil ich mir nach wie vor nicht ganz klar bin, wie hält man dann die Tafel. Wie gesagt, die ist durchscheinend. Ich habe ganz oft das Gefühl, da handelt es sich ja um eine Spiegelschrift. Er war ein Trickser. Und er war der Erfinder aller Schriften. Der hat das schon so gut verpackt, dass das jetzt nicht so leicht zum Entschlüsseln ist. Darum habe ich mich da bei dem einmal gespült, gehört es so, oder am Kopf gestellt, oder gespiegelt am Kopf gestellt. Das ist eine Rune. Ja. Es ist eigentlich Kopf wie Katsch. Nur, das ist glagolitisch. Das kommt aus Kroatien. Das ist von der Insel Krk. Hier im Detail. Lassen wir das einmal kurz. Das Zeichen da, zum Beispiel. Das Zeichen, das umgedrehte E. Da schaut es gespiegelt aus. Und da haben wir sie eh in die andere Richtung. Und das Spiel kann man zeitlang spielen. Mich hat was gesagt von den Runen. Was sagt man? Lebensrune, Todesrune. Hermes in seiner Bezeichnung als Tehuti. Erfinder der deutschen Sprache. Seine Gefährtin damals, die wir kennen als die Göttin Europa, die Erfinderin der Runenzeichen. Also wir finden Verbindungen. Wir finden da Verbindungen aus dem Glagolitischen, was auch wieder Verbindungen hat zum Altgriechisch, Aramäisch, vielleicht sogar nur ödere Schriftzeichen aus dem Bereich im Osten, von denen wir nichts wissen. Es ist eine Mischung. Und es ist einfach Umdraht zum Teil. Das ist eine der Schreibformen von dem Glagolitisch, das dann verwendet worden ist. Auch als Amtssprach und vor allem kirchlich in der Liturgie ist sogar eine Bibel gedruckt worden. Mit einer Gutenberg-Press. Die haben extra eine Press gemacht für Glagolitisch. Und was wir auch finden, das sieht man jetzt da leider nicht ganz so gut, das ist einer von den Keramikblöcken in die Rafnetunnels in Bosnien. Das Bild ist aus einem Buch von Alexander Putney, das nennt sich Sanskrit, wo es um die Arbeit von einem Professor Schildmann geht, deutscher Linguistiker,
der, was weiß ich, wie viele Sprachen kennen hat und auf der ganzen Welt unterwegs gewesen ist und eben solche Forschung gemacht hat. Und da auch zum Teil Deutungen, Übersetzungen probiert hat, auf die gehen wir aber jetzt nicht weiter ein. Da tauchen solche Schriftzeichen auf. Da ist halt das eh ein bisschen verdraht. Da sieht man ein paar von den, wie soll ich sagen, Hakenkreuz-ähnlichen Zeichnungen, die wir da ganz genauso drin haben im Glagolitischen. Das ist die Schrift der Vinča-Kultur oder der Donau-Zivilisation. Da schließt sich ein Kreis. Wenn man Teile dieser ganzen Schriftformen, und da gibt es nur mehrere, ich habe nur nicht alles drin heute da, über ganz Europa verteilt, Ähnlichkeiten zu den Schriftzeichen auf der Tabula Smaragdina. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass man es entziffert. Irgendwo gibt es die Möglichkeit, dass man es entschlüsseln kann, was da wirklich draufsteht. Weil so weit weg sind wir da nicht von den Zeichen. Herr Michel. Da steht's nur am Kopf. Darum sage ich, ich weiß nicht, in welche Richtung ich die Platten wirklich dran muss. Vielleicht ganz blöd, jeder zweite Buchstabe muss von der anderen Seite anschauen, weil es durchsichtig ist. Es kann alle möglichen Kombinationen geben. Weil einfach hat uns das nicht gemacht. Das heißt, es war echt interessant, wie die Übersetzungen zusammengebracht haben. Wer nun weiß, wie das zum Lesen ist. Das ist das besagte Buch Sanskrit von Alexander Putnik. Findet man im Internet unter humanresonance.com zum Gratis-Download. Das kann man sich wirklich gerne mal anschauen, ist aber nur sinnvoll, wenn man Englisch lesen kann, weil es gibt keine deutschen Übersetzungen. Nur der Alexander hat einige wirklich super interessante Bücher, die kann man sich gratis downloaden auf der Website, überhaupt kein Problem. Die Bücher haben alle zwischen 250 und 350 Seiten. Super, super lässige Arbeit. Das Material für das Buch über die alten Schriftformen ist eben ursprünglich die Arbeit von Professor Schildmann im Alexander Putnik zur Verfügung gestellt vom Klaus Donner. Weil der Klaus hat den Professor Schildmann nur persönlich kennt. Und es hat in der Vergangenheit immer wieder natürlich Darstellungen gegeben, das ist eine sehr wunderbare Zeichnung, wo auch wieder der Text der Tabula Smaragdina in der übersetzten Form, oben in Latein und dann auf Deutsch abgedruckt worden ist. Man kann die Thematik der Tabula Smaragdina oder der hermetischen Philosophie eigentlich durch alle Zeiten nachverfolgen bis zur Renaissance, bis zur Französischen Revolution eigentlich, und dann wird es ein bisschen start, bis eben 1908 die erste englische Übersetzung dann wieder verfügbar war. In der Zwischenzeit ist es ein bisschen start worden, um die, in dem Fall die Tabula Smaragdina, und ich nehme da ganz gern die Übersetzung vom Aleto Filo, die ist von 1786, damit man endlich einmal sieht jetzt, was da anscheinend auf der Smaragdtafel, die wir da gerade gesehen haben, draufsteht. Und da steht, es ist wahr, ohne Lügen, gewiss und wahrhaftig. Was oben ist, ist wie das, was hier unten ist. Und was hier unten ist, ist wie dasjenige, das dort oben ist. Auszurichten die Wunder eines einigen Dinges. Alleine der Satz klingt in jeder englischen Übersetzung schon anders. Weil was ist ein einiges Ding? Ich würde sagen, der Mensch nach dem Erkenne-dich-selbst-Prozess. Wir sind dieses einige Ding, das hier ist in dieser Inkarnation, um diese Wunder zu vollbringen. Weil wir die ganze Realität aus unserem Geist erschaffen. Jeder für sich selbst und gemeinsam als Kollektiv. Und wie alle Dinge von einem Einigen sind. Das heißt, wir sind insgesamt alle verbunden. Das All, das Göttliche. Nur die Gesamtheit von uns alle, von unseren alle Seelenfunken, die Gesamtheit ist das All. Ist der Ursprung auch von allem. Durch eines Einigen betrachten,
Du als Beobachter. Weil ohne dich als Beobachter gibt es keine Realität. Kurzes Experiment. Augen zu. Augen zu. Ohren zu. Lasst Augen zu. Stellt euch einfach vor, ihr seht es mich nicht, ihr hört es mich nicht, ihr riecht es mich nicht, ihr spürt es mich nicht. Irgendwann wisst ihr nicht mehr, ob ich überhaupt noch da bin. Es gibt nur noch eine einzige Möglichkeit festzustellen, ob ich noch existent bin, wenn ihr eure fünf Sinne antreibt. Du hast sonst keine Möglichkeit mehr, dass du das feststellst. Wenn die fünf Sinne antreibt sind, kannst du nicht mehr sagen, ob ich da bin. Nur über das Geistige. Die einzige Möglichkeit. So existieren. Das ist der Urgrund der Existenz. Zu dem kommen wir nachher im zweiten Teil, das erste hermetische Prinzip. Also sind von dem einige Dinge, alle Dinge geboren durch die Zubereitung. Aus deinem Geist, aus deiner Vorstellungskraft, durch das, dass du als Beobachter deine Augen öffnest und Licht auf diese Dinge wirfst, mit alle deine Prägungen und all dem, was die ausmacht, seit du inkarnierst, durch viele Jahrtausende, erschaffst du diese Welt. Gemeinsam erschaffen wir im Kollektiv das Ganze. Der Ausdruck Welt bezeichnet das soziale Konstrukt, in dem wir uns bewegen. Nicht die Erden an sich. Die hat eine eigene Existenzform. Alles hat Geist. Alles hat eine Seele. Nur in dem materialistischen Weltbild haben die allermeisten unserer Wissenschaftler nur ein Problem damit, dass auch am Mineral oder am Stein eine Seele zugestehen. Natürlich auf einem ganz anderen Entwicklungslevel mit ganz anderen Möglichkeiten, als wir als Mensch haben. Und wir sind auch nicht unsere fünf Sinne. Wir haben was, was über das hinausgeht. Der Hermes hat das gewusst und hat das da verewigt. Dieses Dinges Vater ist die Sonne, dieses Dinges Mutter ist der Mond. Das ist wieder ein Hinweis auf die Dualität oder Polarität, je nachdem. Und ein Hinweis auf das, dass wir alle zwei Energien in uns tragen. Der Wind hat es in seinem Bauche getragen. Ist ein kleiner Hinweis aufs morphische Feld, wo dein Geist verweilt zwischen den Inkarnationen. Geist verschwindet nicht. Er hat nur zu der Zeit keinen Körper, in dem er inkarniert. Das heißt, das sagen sogar die afrikanischen Ureinwohner, wenn der Mensch stirbt, dein Körper bleibt auf der Erde und verwest. Dein geistiges Potenzial geht zurück ins Feld und deine Seele geht zurück zur Sonne. Wenn deine Seele für die nächste Inkarnation entscheidet, macht es Kontakt mit deinem geistigen Potenzial und dann kreierst du einen Körper. Spannend, oder? Ich mag das gern, das ist eine lässige Geschichte. Dieses Dinges Ernährerin oder Amme ist die Erde, in dem Fall die materielle Welt. Weil wir brauchen materielle Nahrung für unseren materiellen Körper. Zumindest bis zu dem Punkt, wo wir geistig so weit gekommen sind, dass wir wirklich realisieren, wir erschaffen alles aus unserem Geist. Der Vater aller Vollkommenheit in der ganzen Welt, in dem Sinne erschaffenen Welt, ist dieses. Ding habe ich da in Klammern geschrieben, weil es in der Originalübersetzung nicht drin. Also dieses Ding, der Mensch wieder. Er hat so lässig eingepackt. Seine Kraft bleibt vollkommen, auch wenn es wieder in Erde verwandelt ist. Das heißt, deine Kraft bleibt vollkommen erhalten, auch zwischen den Inkarnationen. Wenn du deinen Körper wieder anlegst, verlierst du nichts von deiner Kraft und von deiner Fähigkeit. Wie wir vorher geredet haben, wir vergessen es nur. Und ich möchte mich auch nicht an das erinnern, was ich, wer ich nicht gewesen bin in den letzten Leben, sondern interessant war, dass wir uns an das erinnern, was wir gelernt haben. Dass man das weiter anwenden kann. Und da gibt es Techniken. Rückanbindung an dein geistiges Potenzial. Es gibt auch neue Schulsysteme mittlerweile, die das zum Teil ein bisschen fördern, indem man es einfach lässt, die Kinder. Weil die Kinder haben die Verbindung noch. Unser Ausbildungsprogramm zerstört ist.
Kinder haben deinen Anschluss. Ohne Problem. Redet zu, gell? Okay. Ja, man sieht, wie schnell die künstlichen Intelligenzen sind. So, scheide die Erde vom Feuer. Erde ist wieder die Metapher für das Materielle und Feuer ist die Metapher für den Geist. Trenn das einmal. Nur einmal in deine Gedanken, in einem Gedankenspiel. Geist war ja vorher. Scheide das Dünne oder Zarte vom Zehen oder Groben. Lieblich mit großem Verstande oder Vorsichtigkeit. Von der Erde steigt es auf in den Himmel und steigt wieder herab zur Erde. Da sind wir wieder bei der Reinkarnation. Und nimmt an sich die Kraft der Dinge, die oben sind und die unten sind. Das heißt, du wechselst immer zwischen der materiellen Welt und der geistigen Welt und überall kannst du deine Kräfte erneuern. Überall lernst du auch was dazu. Auf diese Weise wirst du die Ehre der ganzen Welt empfangen und alle Finsternis wird von dir weichen. Und wir reden in unserer Welt so viel von Erleuchtung. Das ist mit der Finsternis gemeint. Die Unwissenheit ist die Finsternis. Und durch die ganzen Inkarnationen haben wir die Chance, Licht in dieses dunkle Kämmerlein zu bringen. Nur müssen wir das machen im Tagesbewusstsein, während wir leben. Nicht, wenn wir im Jenseits sind. Weil da wissen wir, da haben wir ganz einen anderen Zugang. Wir haben vielleicht nicht das Allwissen, nur haben wir ganz, ganz, ganz einen anderen Blick auf die Realität als da. Wir müssen das im Wachbewusstsein machen. Jetzt, wenn wir da inkarniert sind. Dies ist die Kraft und Stärke aller Kräfte und Stärken, weil es alle dünnen und zarten Dinge überwindet und alle harten und festen Dinge durchdringen wird. Das nennt man Transformation. So ist die Welt erschaffen worden, in Klammer wieder aus dem Geist, die Klammersachen sind von mir zugefügt, hierauf entstehen viele wunderbare Bereitungen, deren Art und Weise diese ist. Das heißt, jeder von uns kreiert sich seine eigene Welt, sein eigenes Paralleluniversum. Wunderbare Bereitungen. Es bleibt jedem freigestellt, wie er sich seine Welt kreiert, in der er lebt. Jeder lebt in seiner eigenen. Nur miteinander haben wir uns auf einer gewissen Ebene geeinigt, dass wir das als unser gemeinsames Spielfeld verwenden. Und wir sind uns nur ein bisschen zu wenig bewusst, dass wir natürlich auch im Kollektiv was kreieren und was erschaffen. Und dann heißt es zum Schluss, darum bin ich der dreimal große Hermes genannt, weil ich die drei Teile der Weisheit besaß. Und nun ist vollendet, was ich von der Bearbeitung des Goldes gesagt. Und die Botschaft ist in der Klammer, das ist ja wieder zugeschrieben. Die drei Teile der Weisheit würde ich einfach sehen als eben was den Körper betrifft, was den Geist betrifft und was die Seele betrifft. Das steht auf der Tabula Smaragdina, auf der großen Smaragdtafel. Das ist jetzt einmal nur eine. Und ich finde, das ist das eigentlich schon sehr, sehr, sehr aufschlussreich, was da der Tod oder der Hermes uns vermitteln wollte. Weil für mich klingt das einfach eins zu eins als eine Anleitung eben Richtung Erkenne dich selbst und wir haben ein Potenzial in uns, um eben diese Wunder eines einigen Dinges zu erschaffen. Manche vielleicht kennen die Geschichten von aufgestiegenen Meister und so. Das könnte sein, dass das Jungs waren, die einfach das bis zum Ende gelernt haben. Den letzten haben sie uns erzählt, haben sie ans Kreuz genommen, wieder, aber nicht einmal das glaube ich einer. Ich glaube, dass er für das schon zu gut war zu der Zeit. Gibt es ja die lässigen Passagen, oder? Wenn die Priester fangen wollten in dem einen Tempel und dann steht in der Bibel noch drin, er entzog sich ihrem Zugriff. Was ist er verschwunden? Ha? Es gibt Yogis, die sich dematerialisieren können anscheinend. Das kann man lernen. Ich glaube, das ist genauso wie die Unsterblichkeit von einem Tod oder Hermes.
Die können dann durch diese Ebenen wandern. Du kannst dann per Gedanke da inkarnieren. Du musst nicht mehr durch das Radl von Tod und Wiedergeburt durchgehen. Du kannst die mit deinen Gedanken in die Welt projizieren. Du erschaffst einfach noch deine Gedanken, den Körper, den du haben willst, für die Zeit, wo du da bist. Du brauchst nicht mehr durch ein Kleinkindalter und, wenn du das alles einmal gelernt hast. Und da, wie wir vorher gesagt haben, sind wir in solche Bereiche, was wir jetzt gerade lernen können, ist, dass es ohne Ernährung geht, dass bei manchen ohne Trinken geht, dass bei manchen ohne Atmen geht. Da gibt es ganz, ganz schräge Sachen, die man probieren kann, die man lernen kann. In der eigenen Entwicklung. Und das ist alles Teil von dem Erkenne dich selbst. Und eben der Erkenntnis der Natur, die Darstellung mag ich ganz gern, weil die Beschreibung für die Darstellung heißt, Hermes befreit die menschliche Seele mittels der Zauberkraft seines Stabes aus dem Gefängnis der Materie. Hermes hat da gesagt, Essen ist das Gefängnis der Seele. Nicht nur, sondern es gibt andere Leidenschaften, die uns da einfach festhalten. Weil wir glauben, das musst du alles, musst nicht. Das war eigentlich der interessante Weg, aber die allerwenigsten von uns haben die Chance, dass den Weg gehen, weil er sehr zeitaufwendig ist. Und ja, du brauchst bei gewissen Sachen auch Anleitung. Der zweite große Teil von der Arbeit vom Hermes, der uns überliefert geblieben ist und mit dem man relativ schnell anfangen kann zum Arbeiten, ist das sogenannte Kybalion. Und das sind eben die sieben hermetischen Prinzipien. Und bei denen muss ich aus meiner Sicht sagen, die kann man sich einfach einmal anschauen. Das ist jetzt keine Wissenschaft, das ist jetzt nicht was, was man nicht versteht. Zentral das Prinzip der Geistigkeit. Das All ist Geist. Also das ganze Universum ist eine geistige Kreation. Und das Prinzip erklärt einfach, dass hinter allem, was wir in der materiellen Welt, in der Daseinswelt kennen, dass hinter allem ein geistiges Potenzial steht. Und es gibt mittlerweile ganz, ganz viele Zugänge von anderen Forschern oder Leuten, die in dem Metier arbeiten, die uns einfach nahelegen und sagen, pass auf einmal, Geist herrscht über die Materie. Wir erschaffen Materie durch unseren Geist. Wir können Materie durch unseren Geist verändern. Wir unterliegen als geistiges Wesen nicht der materiellen Welt. Wir stehen drüber. Das ist das wichtigste Gesetz, weil da sogar ein alter hermetischer Meister gesagt hat, derjenige, der die Wahrheit der geistigen Natur des Universums begreift, ist weit auf dem Weg zur Meisterschaft fortgeschritten. Das ist aber trotzdem kein Freibrief, weil das ist nur der erste Zugang und dann steigt man ein in das Ganze drüber nachdenken, ja, wie funktioniert denn das? Wann wir als geistiges Wesen das alles beeinflussen können. Irgendwann erkennt man dann, dass man trotzdem noch ganz, 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 ganz viel Arbeit hat auf dem Weg dorthin, dass man das lernt. Und da sind aber trotzdem die anderen sechs Prinzipien, die wir jetzt noch der Reihe ganz kurz durchgängen, eine sehr, sehr, sehr hilfreiche Angelegenheit, weil es eben nicht so schwarz am Verstehen sind. Nicht so zeitaufwendig, man kann, wenn man da mal reinschaut, wirst du da relativ schnell feststellen, ist das was für mich oder nicht. Ich glaube, dass die allermeisten, die ein bisschen Interesse haben in diese Richtung, relativ schnell draufkommen, dass das schon was ist, mit was man arbeiten kann. Es gibt eben sieben Prinzipien der Wahrheit und derjenige, der sie kennt, mit vollem Verständnis, besitzt den magischen Schlüssel, bei dessen Berührung alle Tore des Tempels sich öffnen. Mit dem muss man natürlich klarkommen, dass manchmal die Übersetzungen in irgendeinem geschwollenen Deutsch oder geschwollenen Englisch daherkommen, weil es alte Texte sind, wo andere Grammatik vorherrschen, wo ein anderer Sprachgebrauch. Zum Teil sind sie aus einer anderen Kultur. Also ganz, ganz leicht ist es nicht.
Und eben das erste Prinzip besagt, das All ist Geist, das gesamte Universum ist mental. Das heißt, es ist eigentlich alles, was uns da passiert, ein mentaler Prozess. Wir sind miteinander auf dem Weg. Und da geht es nicht um das, dass ich mich jetzt besser stöhe als andere, sondern ich bin halt einfach das Medium, das euch probiert, deinen Zugang zu vermitteln. Grundsätzlich sind wir alle eins. Wir können alle voneinander was lernen. Das ist ja in der Energetik so, das ist in die ganzen geistigen Geisteswissenschaften so. Wir wissen das, lernen und lehren, helfen und heilen, sind die Grundsäulen von einem Miteinander. Der eine kann dort ein bisschen mehr, der kann dir das verklickern und du weißt dafür das und miteinander. Jeder Lehrer ist gleichzeitig ein Schüler, ein Lernender. Ganz, ganz viele Ebenen gibt es, wo uns das bewusst sein muss, damit wir nicht wieder den gleichen Fehler machen, in so ein großes Ego einstolpern oder in solche Doktrinen, wie wir es halt aus unserem Schulsystem, durch das wir alle durchgegangen sind, keiner gelernt haben. Das Sture, Feste und das muss so sein und das unveränderlich. Kommen wir mal gleich dazu. Nichts hat Bestand außer der Veränderung. Nichts bleibt gleich. Niemals. Ja, eben Gedanken erschaffen unsere Realität. Und das heißt, alles in der jetzigen Form und Erscheinung existiert so, weil wir es uns so vorstellen. Weil wir, nämlich wieder im Kollektiv, das so denken. Deswegen ist es so. Es ist sehr interessant, wie es läuft. Warum sieht jeder von euch einen grünen Sessel? Auf welcher Ebene haben wir uns darauf geeinigt? Der Christoph hat die Vorhänge ausgesucht. Oder vielleicht sei Lady. Wieso sehen wir alle die gleiche Farbe? Wieso sehen wir alle die gleichen... Ja, wie ist der Geschmack der Farbe Blau? Wir sind schon konditioniert auf gewisse Dinge, weil wenn ich mein Kind erklärt, dass man die Farbe rot nennt, und das mache ich 10 Jahre lang mit ihr, dann wird jeder von euch mit ihr streiten, weil nein, das ist grün und das ist rot. Nur um das geht es im Endeffekt nicht, sondern warum nehmen wir alle das Gleiche wahr? Wie funktioniert das? Auf der geistigen Ebene müssen wir so viel Verbindung haben, dass sich das immer ausgeht. Wieso erleben wir miteinander das Gleiche wie der Morgen draußen in der Früh? Wenn alles einen geistigen Hintergrund hat und ihr einen Zugriff hätte auf das. Es ist ein riesen Thema. Drum, so leicht haben wir es nicht. Daran ist leicht zu erkennen, vor welch großer Aufgabe die Menschen heute stehen. Weil unsere Gedanken erschaffen ebenso all die Materie, die uns umgibt und die Umstände, in denen wir leben. Vor allem auch die zukünftigen. Was wir uns jetzt über die Zukunft denken. Wir leben in einer Welt, die unsere Vorväter für uns erschaffen haben. Wir leben nicht rein in der Welt, die wir erschaffen haben. Das heißt, wir haben da fast ein bisschen eine Pattsituation. Was wir aber können, ist für unsere Kinder eine andere Welt erschaffen. Für uns selber können wir es auch zum Teil, sagen wir mal, zum Besseren verändern, aber in allererster Linie können wir für unsere Kinder eine bessere Welt erschaffen. Zum Teil sind wir auch für das da. Nicht nur für unser Lohn. Das heißt, erkenne dich selbst, und es gibt andere Gesetzmäßigkeiten, die sagen, Service to Self oder Service to Others, sind die zwei Wege, die man sich aussuchen kann. Also entweder kümmerst du dich nur um die oder du kümmerst dich auch um andere. Nur selbst das mit kümmert dich um andere, sollte man nicht übertreiben. Mhm. Wenn man das bei 50-50 halten kann, bist du gut unterwegs. 51% Service to Others und du bist auf der grünen Welle. Fallst nicht in den Ego-Bereich. Das sind einfach so Entscheidungen, die wir während des Lebens schon treffen. Gewisse Hilfsbereitschaft und solche Sachen. Nächstenliebe. Wir haben es ja in alle Religionen drin. Die ganzen hermetischen Gesetzmäßigkeiten haben wir in unsere Redewendungen. Wir haben es in alle Religionen. Nur du musst wissen, wo du das findest. Es steht überall drin. Weil er ist auch Mitstifter oder Begründer von alle großen Weltreligionen. Zumindest zu dem Zeitpunkt, nur bevor es alle dann wirklich verdraht worden sind, um uns wieder nur zu knechten und in irgendeine Richtung schieben. Und dies bedeutet, dass die Zukunft, also alles, was künftig auf uns zukommt, so wie wir noch über den Zufall stolpern werden,
Es ist wichtig, was wir mit unseren Gedanken jetzt machen. Für das, was morgen passiert, oder nächstes Jahr, oder in 10 Jahren. Manche Dinge brauchen länger in der Manifestation, in der Materialisation, manche gehen schneller. Der Kreislauf des Karma, das wir dann gleich kennenlernen, hat sich auch zum Teil ein bisschen beschleunigt. Man nennt es dann Instant Karma. Ja, passiert ja, oder? Manche, man kann, wenn man ein bisschen aufmerksam ist, und wie hast du gesagt, achtsam, dann kann man dabei zuschauen. Man weiß, tu das nicht, weil du fährst aufs Maul. Nein, bumm. Sie tanzt trotzdem, lass ihnen den eigenen Weg gehen. Es ist okay, man kann schon Warnungen aussprechen, aber es ist einfach so. Der Mensch hört da hier und da nicht gern zu. Wir unterliegen eben in unserem Leben, sage ich mal, im Moment, auch nur die ganzen Prägungen, die wir mitgebracht haben. Aus der Familie, aus der Gesellschaft, aus der Schule, aus den Religionen, aus der Wissenschaft. Das sind alles Dinge, die man hinterfragen darf, die man durchleuchten muss. Wo kommen meine Prägungen her? Warum glaube ich das, was ich glaube? Und vor allem in die unterbewussten Bereiche. Da ist ganz, ganz viel Arbeit in dem Prozess, erkenne dich selbst. Das ist nur ein Schlüssel, wie wir vorher gehört haben, ein Schlüssel, der da gewisse Türen aufmacht. Du musst aber, wenn du durch so ein Tier durchgehst, mit dem, was du hinter dir findest, auch zuerst einmal klarkommen. Das macht der Schlüssel nicht für dich. Ja, deswegen ist aus meiner Sicht ein Umdenken oder ein Neudenken gewisser Dinge unbedingt notwendig. Wenn wir eine Veränderung in der Welt sehen wollen. In der Zukunft oder für unsere Kinder oder für nachfolgende Generationen. Und wir wissen das. Jeder, vor allem jetzt in der Zeit, nach den letzten 3 Jahren, die wir erlebt haben mit dem ganzen Irrsinn, der da draußen passiert ist und nach wie vor passiert, wir haben es in der Hand. Und die Zeit des Wartens ist vorbei. Jeder sollte wirklich in seinem Bereich machen, was er kann. Zumindest einmal für sich selbst. Und wo es geht, für andere. Aber nicht die Hilfe beim Aufdrängen, weil es heißt, Bittende soll man nicht abweisen. Du musst nicht missionieren, du musst nicht hinten drei rein und weißt das nur so gut, meinst, mache ich das und das und das für dich, tu es nicht. Nur wenn wer kommt zu dir und sagt, bitte hilf mir, sagt es nicht nein. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Für euch ein eigenes Karma. Das Prinzip der Entsprechung ist das zweite hermetische Prinzip, wo es eben dann so Sachen gibt, wie oben, so unten, wie innen, so außen. Sind wir wieder bei dem Gleichen. Ich kann nur Einzelparts außerpicken aus der Gesamtheit, die jedes Prinzip eigentlich betrifft. Für mich ist da eins, da sage ich das nur einmal, Hermes ist auch bekannt als der Götterbote und nimmt mit dem Lehrsatz auch Bezug auf ein höheres Bewusstsein, das jeder von uns hat. Nur wir haben nicht ständig oder nicht immer oder manche noch fast gar nicht Zugang dazu. Nur jeder hat ein übergeordnetes Bewusstsein über sich selbst. Es kennt jeder Momente des Alleinseins. Und dann hat man Gedankengänge, manchmal sogar ein Zwiegespräch mit sich selbst. Ja bitte, wer redet denn dann in dir selbst miteinander? Und wer ist der Dritte, der euch bei dem Gespräch zuhört? Und manchmal schmunzelt, was da für ein Blödsinn zusammendeckt. Dieses Experiment kann jeder mit sich selber machen. Du bist allein mit dir, du kannst deine Augen zumachen, du kannst im Wald rausgehen, du kannst in einer Höhle verkrallen. Es sind mehr Persönlichkeiten in dir. Alles nur einer. Das alleine ist schon interessant. Hey, und da gibt es einfach auch den Bereich eines sogenannten höheren Bewusstseins, das jetzt nicht unbedingt wertend zu sehen ist, sondern einfach mit einer Möglichkeit einer anderen Innenschau oder einer Weiterschau, ein größeres Ganzes zu erkennen. Jeder von uns kann das, wenn man will. Kann man sie als Teil eines größeren Ganzen sehen und einfach auch die Perspektive einnehmen, dass man aus der Position beobachtet. Ja, da haben wir nur mal bei dem, was ich vorher gesagt habe, dass einfach diese Wunder eines einigen Dinges zu tun haben mit unserer Schöpferkraft. Weil wir die Welt durch unsere Gedanken erschaffen. Ist ganz wichtig, dass wir aufpassen, was wir denken.
Jeder kennt dann den Spruch, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Dun, dun, dun. Das hat ganz, ganz viel Verzweigungen, was da mit uns passiert. Weil wie oft sagen wir was, wie oft passiert uns was unbewusst, affektiv, ärgert dich was oder automatisiert. Reagierst auf gewisse Situationen, auf gewisse Wörter, auf Töne, auf alles Mögliche. Wir können so viele Programme in uns haben, die uns gar nicht bewusst sind. Und dann reagierst. Und manchmal ist hinten noch so, dass ich denke, heilig, das wollte ich jetzt nicht. Oder wieso ist mir das wieder passiert? Weil uns die Dinge nicht bewusst sind. Das ist einfach der große Job in dem Ganzen. Uns selber anschauen, wieso reagiere ich so? Wieso kommt die Reaktion von mir aus? Wieso kann ich das nicht besser kontrollieren? Jeder von uns will ja auch in Kontrolle seiner eigenen Verhaltensweisen sein. Glaube ich. Auch wenn man das nicht so gern hört oder sagt in unserer Welt, aber wir sind gern Herr der Lage. Und wir sind trotzdem ganz oft eben nicht Herr der Lage. Und das einmal nur über uns selber, nicht über außen was beherrschen, sondern uns selber. Haben wir manchmal einfach nicht unter Kontrolle. Oder zu wenig Disziplin. Weil eben die Veränderung geschieht zuerst in uns selbst. Und alle die Manifestationen im Außen, die brauchen ein wenig Zeit. Zuerst muss es in dir kommen. Man lernt das dann auf dem Weg, dass immer ein gewisses Gefühl dabei ist. Wenn es ein starkes Gefühl ist, dann nennt man das ein Aha-Erlebnis. Das sind so Momente, wo der Mensch sprunghaft ganz schnell was lernen kann. Weil es einfach das Heureka, ich hab's. Ist aber nur ein Punkt, nicht so, jo, und jetzt bin ich Superstar in alle meine Levels. Nein, sondern nur ein kleiner Punkt. Nur das geht auch. Der Mensch kann ganz, ganz schnell lernen, durch so eine Erkenntnis, durch irgendwelche Triggerpunkte, durch ein Gespräch, durch ein Bild, durch ein Erlebnis, durch eine Krankheit, durch einen Verlust, natürlich auch auf der negativen Ebene, kann man auf einmal ganz, ganz schnell was lernen, was auch das eigene Verhalten betrifft. Und da sind wir wieder in dem, wie innen, so außen. Und wie außen, so innen. Das ist alles sehr, sehr, sehr viel Material zum drüber nachdenken. Weil die Außenwelt präsentiert dir Teile deiner Einstellung. Aber auf der anderen Seite ist auch zum Teil das, was von der Außenwelt auf die einpresselt, also dass die verändert. Es geht nicht um das, wie es uns in der katholischen Kirche sitzen haben lassen, durch meine Schuld und wir klopfen dann nur wunderbar auf unser Herzchakra. Es geht nicht um Schuld. Es geht einfach um Erkennen. Manchmal geht es um Verantwortung bei gewissen Dingen. Nur grundsätzlich glaube ich, dass der Mensch nicht die ganze Zeit mit der Absicht durch die Gegend rennt, anderen Böses zu tun. Ganz, ganz viele Dinge passieren einfach aus einem unbewussten Zustand aus. Weil es uns einfach nicht wirklich bewusst ist, was wir da gerade tun. Es gibt keine perfekten Menschen, es gibt nur perfekte Absichten, sagt der persische Sprichwort. Gefällt mir recht gut. Weil auf das kann man aufpassen. Was ist meine Absicht? Warum tue ich was? Und du kannst dich selber nicht anlehnen. Und die Zeitqualität geht in die Richtung. Wir können uns selbst nicht mehr anlehnen. Es funktioniert nicht. Auch wenn es schwer ist. Und es ist für alle von uns schwer. Es ist für mich schwer. Keiner von uns ist perfekt, wie ich gerade gesagt habe. Manche Dinge funktionieren, manche bringen auch noch nicht hin. Und ich weiß aber. Und ich muss tagtäglich daran arbeiten. Es ist nicht so leicht, da hier inkarniert zu sein, oder? Hat irgendwer die Vorstellung, es ist nur leicht? Na, spannend. Spannend ist schon. Punkt 3, das Prinzip der Schwingung. Es ist wirklich schon so, dass im Lauf der Jahrhunderte immer wieder die Lehren auch wo aufgetaucht sind und dann auch mal wieder so eine Hochblüte ein bisschen erfahren haben, weil damit gearbeitet worden ist, weil es, und das wird auch immer wieder passieren, weil es die Lehren, die Einsichten aus den hermetischen Lehren immer wieder abgleichen musst mit dem modernen Erkenntnisstand. Heute haben wir einfach die Möglichkeit, dass man sich informiert über, wie man halt gesagt, Epigenetik,
dass man sich informiert über morphische Felder, dass man mal reinschaut, was Quantenphysik, Quantenmechanik in der Forschung für Ergebnisse bringt, weil es da sehr hilfreich ist, damit es einmal aus dem mystischen oder mysteriösen Bereich rauskommt und greifbar wird für uns. Also dem Zeitgeist entsprechend. Und wir sind schon wirklich recht weit gekommen. Es geht auch nicht um das, dass man die ganze Zeit alle anderen Wissenschaften verteufelt. Nur die stecken halt heute fest in ihre Doktrinen. Und verhindern selber, dass sie einen Schritt weitergehen können. Nur haben wir auf dem Weg bis daher, haben uns die Wissenschaften ganz, ganz viel gebracht. Nur wir müssen halt einfach einen Schritt weitergehen. Nichts hat Bestand außer der Veränderung. Das sind alles Etappen. Und da kommen halt die neuen Wissenschaften dazu, die uns auch da unterstützen. Ganz neu ist ja das nicht. Der Viktor Schauberger und der Nikola Tesla, es ist lustig genug, dass ich jetzt mal wieder, ganz wurscht, welchen Vortrag ich stolper, da immer wieder über die zwei, uns das ja schon nahegelegt haben. Nicht nur die zwei, sondern andere auch. Eben das Prinzip der Schwingung. Alles bewegt sich und alles schwingt. Also nichts ist in einem Ruhestand. Ruhezustand gibt es nicht. Nichts hat Bestand, nichts bleibt gleich, außer die Veränderung. Veränderung ist der einzige permanente Punkt in dem Ganzen. Ja, und dann einfach so kleine Denkanstöße, dass eben das ganze Universum in ständiger Bewegung ist, Planeten sind in irgendwelche Bewegungen. Ich würde es jetzt gar nicht weit definieren, weil es nicht weiß, ob wir alle um unsere Sonne kreisen, ob es so ausschaut. Also ich will da gar nicht in die Diskussionen einsteigen. Nur, es gibt kein Stillstand. Weil aus meiner Sicht, Stillstand ist der Tod. Und wir haben das schon mit der Muttermilch aufgesagt, wenn wir Kurort gekocht haben, oder? 25 Jahre lang ist es her. Das ist ja so eine Rockband aus dem Salzkammergut. Die haben das schon in ihren Texten verarbeitet gehabt. Hermetische Philosophie, wenn man zuhören kann. Also mit dem sind wir zum Teil schon ein bisschen aufgewachsen. Der nächste Punkt ist, und das wissen wir heute auch aus der Wissenschaft, alles ist Schwingung. Und wenn ich mir das jetzt erlaubt, dass ich das wirklich denke, dass alles, was uns auch umgibt, auch die materielle Welt, ein Schwingungsmuster ist, dann ist es ganz, ganz einfach, dass ich mir vorstelle, dass ich die Schwingung mit einem anderen Schwingungsmuster beeinflussen kann. In alle Richtungen. Das kann Musik sein, das kann Farbe sein, das alle möglichen Sachen, die auch schwingen. Ich kann das, was existent ist, verändern, beschleunigen, kaputt machen, heil machen, mit anderen Schwingungen. Energetische Heilung gibt es ganz, ganz viele Zugänge. Homöopathie zum Beispiel ist eine informative Heilung, die aber trotzdem auf einem Schwingungslevel arbeitet. Information wird auch da über Schwingungen übertragen. Und die kann man dann potenzieren, wenn man selber bastelt, auch noch die Dinge. Also da haben wir Möglichkeiten, dass wir einfach mal sagen können, okay, das Prinzip der Schwingung macht einen Sinn, weil auch feste Materie schwingt in unterschiedlichsten Qualitäten. Das ist halt so, dass die Schwingungsmuster von dem, was wir als feste Materie bezeichnen, wir haben mit unseren fünf Sinnen keine Chance, dass wir das feststellen, dass das ein Schwingungsmuster ist. Aber wenn sogar Leute wie der Max Planck sagen, es gibt eigentlich keine feste Materie, dann darf man einfach einmal darüber nachdenken und einmal von mir aus nachschauen, wie kommt der zu der Annahme? Was haben die für Arbeit geleistet? Wir müssen die ganze Arbeit nicht jetzt wieder nochmal machen und das Rad neu erfinden. Es hat so viele helle Köpfe gegeben, da hängen ein paar herin da, und das gefällt mir, das Falsche ist oft die Wahrheit, die auf dem Kopf steht. Es ist ganz viel Vorarbeit geleistet worden von anderen. Und auf der Basis dürfen wir weiterarbeiten. Das ist Teil von dem, was da drin steckt. Nichts hat Bestand außer der Veränderung. Das wird auch später so sein, auf dem, was wir vielleicht Neues außerfinden, was wir halt neu zusammenkombinieren, was wir halt machen und erschaffen, mit dem werden unsere Kinder und die Nachfolgegenerationen wünschenswerterweise weiterarbeiten. Darum ist auch unser Anspruch einfach hoch an uns selber, dass wir Qualität anliefern und auch Themen wie das jetzt nicht ganz so ein easy Thema ist,
vielleicht in irgendeiner verständlichen Form einmal zumindest ein Interesse wecken kann, dass wer hinschaut. Weil die Arbeit musst du eh so machen. Das bleibt da nicht aus. Das Prinzip der Polarität, das vierte Prinzip, und da muss man dann schon ein bisschen aufpassen, weil es natürlich in unserer Zeit auch verschiedene Herangehensweisen gibt zu der hermetischen Lehre, zu der hermetischen Philosophie. Es gibt ein paar, die das Prinzip der Polarität eigentlich gleichsetzen mit dem Prinzip der Geschlechtlichkeit. Und das sehe ich anders. Das sind zwei Paar Schuhe nach wie vor. Geschlechtlichkeit ist für mich ein ganz anderes Thema als das Prinzip der Polarität, was besagt, alles ist zweifach, alles hat zwei Pole. Die Gegensätze sind in ihrer Natur nach identisch, nur dem Grad nach unterschiedlich. Heiß und kalt sind die zwei Extreme, wo man zuerst einmal sagen kann, wo ist die Grenze zwischen warm und kalt. Aber eigentlich beschreibt heiß und kalt die zwei Extreme eines Aspektes, und zwar der Temperatur. Und das ist bei hell und dunkel das Gleiche. Wo hört hell auf und wo fängt dunkel an? Das sind wieder nur die zwei Extreme von einem Aspekt. Was ich schon dazu sagen möchte, weil das aus meiner Sicht auch manche da ein wenig in den falschen Topf reinschmeißen: Liebe ist nicht das Gegenteil von Hass. Liebe ist aus meiner Sicht das völlige, Hass ist aus meiner Sicht das völlige Fehlen von Liebe. Und das Prinzip der Polarität besagt, die Extreme stehen einander gegenüber und können in Übereinstimmung gebracht werden. Hass und Liebe kann ich nicht in Übereinstimmung bringen. Das funktioniert nicht. Das heißt, bei solchen Punkten muss man dann auch schon wieder ein bisschen vorsichtig sein. Das wird gern vermischt. Dass Leute sagen auch in der ganzen esoterischen Szene bei unseren geliebten Lichtarbeiter: Ach, du kannst das gleichsetzen. Oder Hass ist das Gegenteil von Liebe. Das stimmt nicht. Da gibt es ganz viel, wo man am Weg dann einfach draufkommt. Man muss auch da immer wieder alles hinterfragen. Und man darf sich das erlauben. Und es hängt wieder mit uns zusammen, weil es ist unser wertender Zugang. Wir dann die Dinge immer werten. Wir geben dem ein Gewicht, gut und böse. Oder schlecht und gut, dunkel und hell. Das ist ein Punkt, den sollte man auch lernen, dass man es auf eine neutrale Ebene bringt. Und nicht so in der Bewertung sitzen bleibt. Weil dann bist du in dem Polaritätsgesetz gefangen. Und es wird nunmehr Ungleichgewicht durch das entstehen. Und das haben wir auch jetzt gerade wieder erlebt in der Spaltung der Gesellschaft, in der Art von Trennung, dass einfach ein riesen Ungleichgewicht entsteht, auf ganz, ganz vielen Ebenen wieder. Ganz viel Leben. Weil aus meiner Sicht, Liebe ist der Ursprung, also eine der Ursprungsenergien von allem, und kann eben nicht mit dem Hass in Übereinstimmung gebracht werden. Das geht sich nicht aus. Man muss da schon aufpassen, dass man auch in der Polaritätsschleife nicht so weit hängen bleibt, dass man nicht rauskommt mehr. Weil das kann man in jedem Aspekt erkennen, und es erlöst den Menschen aus jedweder Polarisation. Wenn du das merkst, dass man bei dem Polardenken einfach in Extremen denken. In Schwarz oder Weiß. Es gibt ganz, ganz viele Farbschattierungen zwischen Schwarz und Weiß. Nicht nur Grauabstufungen. Das ist ja der nächste Punkt, weil die Leute sagen, ja, Schwarz und Weiß, es gibt ja die Abstufungen von Grau dazwischen. Ja, wo bleibt denn bitte die Farbe? Wenn die in Schwarz und in Weiß in beiden zu gleichen Teilen vorhanden sind. Und die beiden Pole, die können eigentlich nicht wirklich voneinander getrennt sein. Sie können sie nur weiter und weiter voneinander entfernen, was, je weiter das passiert, stärker Spannungsfeld erzeugt. Weil sie sie eigentlich anziehen. Weil sie eigentlich eine Vereinigung wollen, weil sie eigentlich Teil sind von einem, das wieder im Balance sein will. Das heißt,
das ist Teil von dem Spiel da in der materiellen Welt, warum wir solche Spannungsbögen aufbauen. Weil die Spannungsbögen zum Teil einfach auch wieder die Grundlage sind für unsere Erfahrungen. Deswegen braucht man das. Wenn Leute sagen, wir müssen die Polarität überwinden oder wir müssen die Dualität überwinden, zack, und dann hat die materielle Welt aufgehört, dass es existiert. Weil es uns von den Grundprinzipien oder in dem Fall sogar Grundgesetze ist der materiellen Welt, ohne dem funktioniert es nicht. Ohne Plus und Minus, ohne oben und unten, ohne hin und hinten und vorne. Haben wir keine Dimensionen, haben wir keine Räume, haben wir gar nichts. Das heißt, es hört sofort auf zum Existieren. Und wir waren wieder in der rein geistigen Welt. Und ja, das ist aus meiner Sicht, wenn man dauernd nur tut, das ist dort Fahrt. Aber über das haben wir auch vor 20 Jahren schon geredet. Das rein geistig dauernd, das ist Fahrt. Im Paradies, nur im Paradies und alles ist lässig, das ist Fahrt irgendwann. Und dann fällt da Blödsinn ein und dann fängst du wahrscheinlich wieder so ein Experiment an wie, ach, materielle Welt. Damit wir was zum Erleben haben. Damit es einmal weh tut und dass es mal bremselt oder mal kalt ist oder so. Weil es das angeehrt wird, wenn wir es wieder nicht haben. Wir sind komische Wesen. Fünftes Prinzip der Hermetik, das Prinzip des Rhythmus. Alles fließt aus und ein, alles hat Gezeiten. Alles hat einmal eine Hochzeit und dann wieder eine tiefe Zeit. Wir sind eigentlich schon wieder in so einer Wellenbewegung. Man kennt dann schon, dass die ganzen hermetischen Gesetze zusammenhängen. Das Prinzip der Schwingung haben wir vorher gehabt, wenn ich das auf Töne umlege, habe ich eine Sinuswelle. Und in der Sinuswelle habe ich einen Rhythmus und eine Polarität. Du hast immer beide. Es hängt alles miteinander zusammen. Das finde ich auch so schön an der Hermetik, dass ein Prinzip alleine nicht existieren kann. Die sind alle miteinander verwoben und das ergibt ein super, super Gesamtbild für mich. Der Ausschlag des Pendels, wenn man sich so ein Pendel vorstellt, in die eine Richtung, bedingt auch den Ausschlag in die andere Richtung. Ich sage sogar dazu, es begrenzt auch den Ausschlag in die andere Richtung. Wenn ich das Pendel steuern kann, und dann sage ich jetzt einmal, da habe ich das Gute und das weniger Gute, dann kann ich durch das, wie sehr ich mich auch an dem Guten erfreue, den Ausschlag steuern, wie weit geht es im Negativbereich wieder. Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Wie oft pendeln wir zwischen die zwei Gefühle? Wieso können wir nicht auch bei den guten Gefühlen das einfach ein wenig runterbremsen? Flatten the curve. Ah nein, das war wieder Covid, gell? Die Kurve abflachen. Aber das haben wir auch in unserer Hand. Wenn wir die guten Sachen so überschwänglich genießen wollen, dann erzeugen wir damit durch das Gesetz des Rhythmus eigentlich einen Ausschlag von dem Pendel in die andere Richtung, den wir so gar nicht haben wollen. Das heißt, dass wir auch zu den guten Sachen, zu den schönen, zu den angenehmen, mit ein bisschen anderen Euphorie oder weniger Euphorie zubegehen sollte, weil man sich selber vor blöde Negativwirkungen bewahrt. Ja, eben hat alles seine Zeit, das gehört auch da dazu. Das Werden und Vergehen. Gibt es ganz, ganz große Zyklen und gibt es ganz, ganz kleine Zyklen. Einer der Grundzyklen, die wir haben, ist die Atmung zum Beispiel. Das ist ein Zyklus, der uns unser ganzes Leben lang begleitet. Und bei halbwegs gesunden Menschen hat der auch einen halbwegs gleichbleibenden Rhythmus. Der Vorteil, den wir haben mit unserer Atmung zum Beispiel, ist, ich kann bewussten Einfluss nehmen auf meine Atmung. Und durch das, dass ich meinen Atemrhythmus beeinflusst und verändert, kann ich rückwirkend auf meinen geistigen Zustand eine positive Wirkung erzielen. Witzigerweise kann man mit Atemtechniken keine negative Wirkung auf seinen Körper erzielen. Ist mir jetzt gerade eingefallen, oder? Kann man das auch? Wenn es die Lust vielleicht. Ja, das macht eh nicht lang und viel Spaß. Dann ist man nur so geschossen. Eigentlich, wenn du Atemübungen machst, tust du dir selber immer was Gutes, weil du dich einfach wieder in die Ruheposition holst. Wenn du den Rhythmus gleicht aus. Das sagt auch das Gesetz in sich. Rhythmus ist immer auf Ausgleich bemüht. Wir sind auch wieder in der Auf- und Ab-Bewegung.
Nur die grundlegende Tendenz des Rhythmus ist, Ruhe zu erzeugen. Das sind spannende Ansichten von dem Typen, der vielleicht vor 50.000 Jahren gelebt hat. Wenn du die Autoabgase einatmest, dann schützt er. Ja, das stimmt, ja. Das ist mit manchen Substanzen da draußen vielleicht so. Dass, aber das ist auch wieder nicht so, dass du es bewusst tust, dass du deinen Körper schädigst. Ja, also da habe ich das noch hergeschrieben: Rhythmus. Wir lernen den Suchtchen gerade, der schaut dabei aus. Rhythmus, gleichbleibender, gleichlaufender Rhythmus, Monotonie, hat für mich die gleiche Bedeutung wie absoluter Ruhezustand, den es ja sonst nicht gibt in der materiellen Welt. Das haben wir ja vorher gehört mit dem Gesetz der Schwingung oder Prinzip der Schwingung. Nur über den Rhythmus kannst du einen Ruhepol erzeugen in dem ganzen Irrsinn, in dem ganzen Wahnsinn. Und das geht auch wieder super über die Atmung. Deswegen funktionieren die Atemtechniken so gut und bringen uns zur Ruhe. Das können wir ja auch selber irgendwo in der Hand haben irgendwann, ob wir uns jetzt von den Emotionen die ganze Zeit aus der Ruhe ausreißen lassen oder ob ich einfach einmal, manche Atemtechniken dauern genau 2 Minuten und du bist wieder bei dir selber. Man kann das lernen und dann muss man es anwenden. Weil es hilft nichts, wenn ich nur weiß, wie es geht. Und manche von den Techniken sind wirklich zeitmäßig ganz, ganz wenig Aufwand und von der Wirkung her ein Hammer. Prinzip Nummer 6, das Prinzip der Ursache und Wirkung. Das hat er so schön beschrieben, oder das ist in der Übersetzung steht so schön drin: jede Ursache hat ihre Wirkung und jede Wirkung hat ihre Ursache. Alles aber geschieht gesetzmäßig. Und Zufall ist nur der Name für ein unerkanntes Gesetz. Und zwar ist es eigentlich das Gesetz des Karma. Es gibt zwar viele Ebenen der Ursächlichkeit, aber nichts entgeht dem Gesetz. Also alles, was passiert, unterliegt dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Und beim Zufall, den wir halt so Zufall nennen, kann sagen manche dann schon, okay, es fällt dir das zu, was dazu steht, haben wir irgendwo eine Ursache gesetzt, die wir halt vielleicht nicht erkennen als solche. Oder die uns nicht bewusst ist oder die wir nicht sehen wollen. Kann vielleicht zum Teil über Inkarnationen hinausgehen. Kann sein. Aber ich sehe es nicht als Bestrafung oder irgendwas in der Richtung. Es ist ein Bereich der Unbewusstheit, so darum mag ich das so, wenn er sagt, der Zufall ist nur der Name für ein unerkanntes Gesetz. Also für uns, und das betrifft auch wieder uns persönlich und im Kollektiv, haben wir bei gewissen Dingen Ursachen gesetzt, die einfach zwingend eine Wirkung haben werden. Manche schneller, Instant Karma, manche dauern länger. Vor allem die Geschichten im Kollektiv, kann sein, dass das zum Teil Jahre dauert. Wir haben jetzt wieder, oder irgendwer hat jetzt wieder wunderbare Ursachen gesetzt, eben mit dem Covid-Theater. Wie lange wir die Nachwirkungen von dem spüren, wissen wir noch nicht. Weil es auch wieder ganz, ganz viele Ebenen, ganz viele Facetten hat. Andere Sachen gehen schnell. Jeder kennt das aus dem eigenen Privatleben. Manchmal weiß man es vorher schon, los das, es geht schief. Und trotzdem denkt man sich, wird schon, ja, hast du Pfingen schon einzwickt oder sonst irgendwas. Du kriegst das manchmal einfach sofort retour, einfach nur als kleiner Hinweis, gewusst hast du es eh. Und da darf man auf sich selber horchen. Und da wird man immer bewusster und immer bewusster bei ganz, ganz vielen Dingen, dass du mit allem, was du tust, eine Ursache setzt. Das ist ja nicht immer nur negativ aspektiert. Du kannst ja auch Ursachen setzen für eine positive Wirkung in der Zukunft. Da waren wir wieder aufgefordert, in der Erschaffung unserer kommenden Zeit Ursachen setzen, die eine gute Auswirkung haben. Und das kann einfach sein. Mach eine gescheite Ausbildung, hör's Rauker auf. Ja, wir wissen es. Wir probieren schon eine Zeit, der Michi und ich. Wir haben es noch nicht geschafft, ist er so.
Aber wir wissen es, dass du viele Dinge machen kannst, um eine Wirkung zu erzeugen, die dich betrifft, dein Leben betrifft oder vielleicht sogar kollektiv, die in Zukunft auf uns zukommt. Und ich glaube, dass von diesen Sachen ganz, ganz viel passiert. Vor allem auch im Kollektiv. Jetzt in der Zeit, die am großen Bildschirm ein wenig tragisch ausgeschaut hat, glaube ich, dass im Hintergrund ganz, ganz viele Sachen gelaufen sind und noch immer laufen, die Wirkungen erzeugen werden in der Zukunft, die uns auf unserem Weg weiterhelfen. Das glaube ich. Weil der Irrsinn eigentlich, der da jetzt passiert ist, der hat schon auch viel leider ein bisschen wachgerüttelt. Vielleicht noch zwei nicht, vielleicht noch nicht alle, okay, aber es passieren ganz, ganz viele Dinge. Viel Leute sind sich gewisser Dinge viel mehr bewusst worden. Und da noch einmal, es geht dabei nicht um die Frage der Schuld. Wir müssen wirklich unbedingt aufhören, in der Schuldstruktur denken. Bei ganz, ganz vielen tausend kleinen Dingen jeden Tag, wenn da nur ein kleines Missgeschick passiert oder irgendwas, nein, das war nicht, das ist nicht meine Schuld. Du bist schuld. Das hört man die ganze Zeit. Das ist so tief in unserer Prägung drin, die Suche nach der Schuld. Wen kann ich der Verantwortung aufdrücken? Wir müssen mit dem aufhören. Und das geht nur, indem wir Eigenverantwortung übernehmen und aufhören, die Schuld auf einander projizieren. Dann wird die Außenwelt aufhören, in die Schuldmuster funktionieren. Sonst haben wir das nicht in der Hand. Und manche Dinge passieren einfach ohne große Absicht, weil was ich mit der Schuld schon verbinde, ist eine Absicht dahinter. Weil ein Plätzchen kann da passieren, ein Unfall kann da passieren, muss gar keine Absicht dahinter sein. Dann kann ich nicht sagen, okay, du bist schuld. Natürlich finden wir immer wieder Argumente, in unserer Zeit finden wir für alles Argumente, dass da immer wieder wer sagen kann, schuld. Warum haben wir denn Gesetzesbücher, die solche Schmöcker sind? Für jeden Scheiß, der da passieren kann, gibt es ein Gesetz, das du dann irgendwann über 700 Decken sagt, nein, eigentlich bist du schuld. Mit dem Teufelskreis müssen wir aufhören. Weil wir Menschen tragen auch eine große Verantwortung mit jeder Wahl, die wir dann selber treffen. Eben in Bezug auf diese Dinge. Ursache und Wirkung. Es ist eine Wahl, keine Entscheidung. Weißt du, Entscheidung, du ziehst das Schwert aus der Scheide, bist schon wieder im Kampfmodus bei einer Entscheidung. Du kannst da ganz einfach eine Wahl treffen. Man kann aber solche Sachen aufpassen. Weil vor allem die deutsche Sprache ist da auch wieder vom Hermes mit bestimmten Absichten dahinter so gemacht worden, wie es gemacht worden ist. Wir haben für alles ganz gezielt ein Wort, das nur genau das heißt und unmissverständlich sicher nichts anderes. Und eine Entscheidung ist eine Kampfansage. Ich habe eine Wahl getroffen, ist neutral. Und zum Abschluss kommen wir noch zum Prinzip des Geschlechts. Geschlecht ist in allem. Das heißt aber auch wieder die Energien, die männlichen und weiblichen Energien, die männlichen und weiblichen Attribute, Prinzipien, wie man das auch nennen will, das ist in allem enthalten und offenbart sich auch in jedem. Manche sagen sogar, alle, die jetzt in einem männlichen Körper inkarniert sind, sind auf der geistigen Ebene eigentlich weiblich aspektiert oder mehr weiblich aspektiert und umgekehrt. Das geht jetzt in unserer Welt ein bisschen zweit, weil da haben wir jetzt nicht gleich die Chance, dass wir aus unseren Rollenspielen rauskommen, indem wir ja wirklich mit dem Vorschlag haben wir eingedroschen worden sind. Das geht nicht so leicht. Nur, was man erkennen kann, ist, dass wir beide Aspekte in uns tragen. Wenn ich jetzt natürlich in der Welt, in einem männlichen Körper oder als Mann lebe, dann darf ich mich auch mit männlichen Dingen auseinandersetzen. Ich darf auf der Baustelle arbeiten. Natürlich darf das jede Frau auch, wenn sie will. Da geht es nicht um ich schaffe auch oder das ist nicht erlaubt oder so. Nur, man kann ja in eine Richtung tendieren, die vielleicht besser passt von der Körperlichkeit für die Runde. Das heißt aber trotzdem, wenn mich irgendwas traurig macht als Mann, dann darf ich auch sitzen und reden. Nicht so wie wir zum Teil einfach gleich gekriegt haben. Ein Bub rät nicht.
weil sonst wirst du angeschaut wie ein Schwächling. Und was wir für einen Haufen Irrsinnsprägungen in uns tragen, die eigentlich gar keinen Sinn ergeben. Und wir uns nur selber durch das fertig machen, das sind Traumata zum Teil. Wo du Jahre drauf arbeiten kannst, nämlich gezielt drauf arbeiten, dass du das wieder wegbringst aus deinem Unterbewusstsein. Und da will ich wieder nicht irgendwem die Schuld geben. Natürlich kommt die, unsere Eltern, das System, es bringt nichts, wenn ich wieder Schuld verteilen tue. Es reicht, wenn ich das erkenne. Weil dann bin ich in einem Bereich, wo ich den Prozess unterbrechen kann. Dann kann ich sagen, okay, da kann ich jetzt auch hageln. Das ist der Selbsterkenntnisprozess. Es ist, was ist mit mir passiert und nicht, wer hat mir was da. Ja, und in dem Prinzip der Geschlechtlichkeit erkennen wir kaum schon eine der tragenden Säulen der Polarität. Wie ich vorher schon gesagt habe, manche vermischen das. Ich habe da einige so Ausdrucke, ich drucke mir gerne viele Sachen auf PDF aus, wo das Prinzip des Geschlechts oder der Geschlechtlichkeit im gleichen Wortlaut genannt wird mit der Polarität. Die setzen das gleich. Und das ist aber nicht. Das Prinzip des Geschlechts hat nur einen ganz speziellen Aspekt, nämlich wenn es dann das Geschlechtliche bezieht auf die Sexualität. Da steht es nur mal auf einem ganz anderen Level, weil die zwei Hauptattribute der Sexualität eigentlich sind zeugend und gebärend. Das ist nun mal ganz, ganz was anderes als eine Polarität oder einfach auch das, dass sie die Geschlechtlichkeit in jedem Aspekt spiegelt, dass sie überall drinnen ist. Das sind Attribute, die wir brauchen und die ganz einfach dargestellt unbedingt notwendig sind, um neues Leben zu erschaffen. Das macht das Prinzip der Geschlechtlichkeit oder des Geschlechts in dem Punkt ein bisschen besonders, ist aber das Einzige. Das heißt im Endeffekt, dass die zwei uns innewohnenden Kräfte, männliches und weibliches Prinzip, du musst die zusammenführen, dass du neues Leben erschaffen kannst. Und da haben wir halt von mir aus auch irgendwo ein wenig die Diskrepanz, dass wir halt in einem männlichen und einem weiblichen Körper leben und die zwei hernehmen müssen. Energetisch ist das auch total interessant aufgeteilt, was die Körperbereiche betrifft. Das ist alles total gegenteilig, also eigentlich in einer Anziehung. Auch unsere Geschlechtsbereiche sind bei dem einen elektrisch, bei dem anderen magnetisch. Das heißt, es zieht sich eigentlich alles eh irgendwo an. Die Chemie stimmt. Weißt, es ist nicht immer nur, dass es nur ist, weil die Ladies einen lieben Arsch haben. Das reicht einfach nicht aus, für neues Leben zu schaffen oder zu schöpfen. Und da gibt es zum Beispiel die Geschichte im Adam und Eva. Und da habe ich irgendwann vor Jahren mal irgendwie so eine witzige Deutung gelesen. Da hat das irgendwer nicht Adam und Eva genannt, sondern Atom und Evolution. Weil es wieder ganz eine andere Denkrichtung eröffnet. Weil das ist, man muss einfach aufpassen mit den ganzen Geschichten, die wir vor allem aus unserer Bibel mitgekriegt haben. Da steht ganz viel Wahrheit drin. Wenn du ein wenig herausgefunden hast, wie ist mit der Metaphorik umgehen musst, die da verwendet worden ist, die Büdersprache, wie ist was vertraut worden. Es stehen unglaubliche Sachen drin. Aber wer sich das auch da will, Bibelforschung, für sich selbst jetzt, ist wieder Jahre an umeinander, Kramer da drin und Dinge lesen, die dich eigentlich überhaupt nicht interessieren. Bibel ist ein wenig schräg. Für mich ist das Prinzip des Geschlechts auch das Prinzip der Göttlichkeit, weil die zwei Dinge in sich vereint ja eigentlich wieder jegliche Trennung aufheben, die wir da in der polaren, materiellen Welt ja zwingend als Grundlage brauchen. Die Wiedervereinigung, die kann man in sich selbst erreichen und die kann man auch in einer Partnerschaft erreichen. Es gibt einige, die sagen, dass das nicht so ist, ich bin aber trotzdem davon überzeugt, dass sich das auch ausgeht mit zwei Menschen zusammen, eine Einheit. Oder du kannst für dich selbst ein einiges Ding. Ist ein anderer Weg. Kann man auch in einer Partnerschaft, jeder für sich, ist ein fertiges, sich selbst einiges Ding. Und dann kann man trotzdem nur miteinander leben. Das eine schließt das andere nicht aus.
alles in sich vereint zu einem Ganzen, um zu vollbringen die Wunder dieses einigen Dinges, von dem der Hermes da geredet hat in der Tabula Smaragdina. Und ja, nur mal, das ist die Sammlung der sieben Prinzipien. Es gibt grundsätzlich ja noch mehr geistige Gesetze, aber wenn man über die hermetische Philosophie und die Richtlinien, die Lehren von Hermes in Bezug auf das sie informieren will, wären das die sieben, wo man, wie gesagt, wirklich in aller Ruhe reinschauen kann. Es ist nicht so, dass man es nicht versteht. Das ist nicht jetzt das große Mysterium, mit dem man nicht was anfangen kann oder was arbeiten kann. Es gibt haufenweise Lektüre. Ich mache eigentlich nicht Werbung für irgendeins davon, weil ich weiß, dass auch ein bisschen Müll unterwegs ist. Das sind halt meine zwei. Du hast mich gefragt, wie bin ich dazu gekommen? Eigentlich Tonzack. Kannst du dich erinnern, wie es ausgemisst hat und von Ischl nach Salzburg gezogen ist, hat's bei dem da. Sie hat sich das gekauft und hat angefangen, das zu lesen. Das ist nichts für sie, sie schmeißt es weg. Und das ist was, was ich überhaupt nicht vertrage, weil er Bücher wegschmeißt, wenn ich nicht wenigstens meine Nasen einhalten kann. Und der Hermes, ich liebe dieses Buch wirklich. Die Ausgabe ist super. Es gibt viele, viele, viele Übersetzungen auch in andere Sprachen. Nur was keiner davon hat, ist eben das Vorwort des Aleto Philo von 1786. Das sind, glaube ich, 45 Seiten, wo er vorher ein bisschen seine Vorstellung da hinmalt. Und ich weiß ganz genau, warum die liebe Hundzeug das nicht lesen hat können. Hast du mir reingeschaut? Nein. Vorrede, also Vorwort von Aleto Philo aus dem Jahre 1786. Rechtgesinnter Leser, es hat der erbärmliche Zustand in der größten Torheit jetziger Weltweisheit, da sehr viele sonst muntere Gemüter sich dem Gehorsam göttlichen Wortes entziehen und etlicher pestsüchtiger Skribenten verführerischer Klügelung inhärierende unter dem Prätext natürlicher Erkenntnis meistens dahin kommen, dass sie weder die Natur in ihrer Herrlichkeit und Ordnung, weder den wahrhaftigen, durch die ganze Natur ausgerufenen Gott kennen, zu geschweige dessen uns offenbartes, reines Wort glauben wollen, sondern nur den christlichen Namen anstatt einer Staatsdecke gebrauchen, um ihrer zerstümmelten Klügelei sich und andere verderben, Beistrich, bis da herunten, dann ist der erste Punkt. Ich habe die Seiten 30 Mal gelesen, ich habe es noch nicht ganz. Ich liebe diese Art des Schreibens, aber der Aleto Philo ist ein Irrer. Das hält es nicht aus. Das geht da wirklich 30 Seiten so dahin und ich habe mir echt dann zwischendrin oft schon gedacht, wissen wir die jemals die Lehren vom Hermes verstehen, wenn das Buch also dahin geht. Und irgendwann kommt man dann zu den Übersetzungen der 17 Bücher des Hermes und da stellt man dann fest, das erste Buch Hermes, einstmals, da ich die wesentlichen Dinge betrachtete und mein Gemüt sich erhob, da verschlummerten die Sinne meines Leibes ganz und gar, gleich wie einer, der von Speise überladen, von der Arbeit müde, mit dem Schlafe überfallen worden. Und es kam mir vor, als ob ich jemand sah, der sehr groß, von einer unendlichen Länge, nannte meinen Namen und zu mir sprechend. Auf einmal kann man das lesen, auf einmal ist es nur eine Übersetzung, nicht in der Wortwahl eines Aleto Philo, der einfach ein Verrückter ist aus dem 18. Jahrhundert. Aber ich liebe ihn, weil das einfach, ich lese gern Platon und solche Dinge, die ja in ähnliche althochdeutsche Wahnsinns-Ding-Sätze, echt seitenlang, und die kommen zu keinem Ende. Die machen einen Beistrich nach dem anderen, was 17 Mal wieder nachschauen musst, auf was nimmt er da jetzt Bezug? Also da fängt das Hirn zum Rauchen. Und wenn das wer nicht mag, dann kannst du das nicht lesen. Für mich, ganz ehrlich gesagt, das ist ein bisschen harte Kost, aber eine der Möglichkeiten, wie man halt das, was man früher Geheimwissen genannt hat, auch heute nur in einem Bereich halt, wo man sagt, okay, du musst auch den richtigen Autoren erwischen, dass du Zugang hast zu dem. Ich meine, die 17 Bücher des Hermes sind da dann eben leserlich. Was ich aber da schon empfehlen kann, ist von Manfred Ehmer das Corpus Hermeticum. Das ist ein einfaches Vorwort
Da wird auch ein bisschen auf die geschichtlichen Sachen eingegangen und dann ist es einfach in Wirklichkeit die gleiche Übersetzung dieser 17 Bücher des Hermes, die ganz, ganz, ganz interessante Einsichten gewähren, aber halt ein bisschen was anderes sind als die reinen Prinzipien-Geschichten. Das ist wirklich was, wo man dann eintauchen kann in der Ritter mit seinen Schülern und erzählt ihnen das und das und wie die Welt funktioniert und der Werkmeister und ganz, ganz wirklich lässige Sachen. Aber da bist du schon sehr, sehr tief in der Materie, da musst du wirklich einen Nerv haben, dass du das anschaust. Und die anderen, ihr könnt es auch gerne reinschauen in das, von dem ägyptischen Atlanta oder was auch immer. Ich habe da die deutsche Übersetzung von dem, vom Storeal. Es ist schon lässig, ich mag es auf Englisch lieber, weil es auf Englisch einen wunderbaren Rhythmus reinkriegt. Da ist einfach ein bisschen was drinnen, zuerst Vorwort und dann ein bisschen was über die Herkunft des Tod, über seine Geschichte. Und dann geht es eigentlich los auf der Tafel 1, die Geschichte von Totem Atlanta, wo erzählt wird, nach dem, was da drin steht, dass er mehr oder weniger Priesterkönig war, auf Atlantis, ursprünglich geboren in Lemurien, vor zigtausend Jahren, dass er bis zu 16.000 Jahren dann über Atlantis regiert hat und vor dem Untergang von Atlantis, was wir vielleicht kennen als die große Sintflutsage, Kolonien gegründet hat, weltweit. Wie ich vorher gesagt habe, der ist überall umeinander tigert und hat ihnen gezeigt, wie man Pyramiden baut. Interessanterweise hat er vor dem letzten großen, vor der letzten großen Katastrophe, der Atlantis-Untergang oder unsere Sintflutsage, auch die Kolonie in Ägypten gegründet. Und es ist mir bis heute ein Rätsel, wie der vor dem letzten Polsprung, also komplette Polumkehr, ein Gebäude so hinstellen hat können wie die Pyramidenanlage in Kairo, die jetzt ganz genau noch die Kardinalpunkte Nord-Süd ausgerichtet ist, vor der Polverschiebung. Wie man das berechnet, weiß ich nicht. Wann sie die Pole umkehren, wie man da drauf kommt, wo die Pole nachher liegen, wie die Magnetbahnen nachher verlaufen, ist mir ein Rätsel. Also da habe ich überhaupt keine Idee, wie man so ein Wissen haben kann. Es geht sich auch auf am Globus nicht aus. Da sind wir bei einer anderen Theorie, die aber auch nicht stimmt, wenn man es flache Erde nennt. Nur, auf dem Globus kann ich mir nicht vorstellen, dass man das auch nur ansatzannähernd berechnen kann, was passiert bei einer kompletten Polumkehr. Wie laufen die Magnetbahnen? Wo ist der Äquator? Wo ist Nord- und Südpol? Das geht sich nicht aus. Aber er war so ein Vogel. Es gab dann weiterführend sehr, sehr, sehr interessant, das muss ich da noch anbringen, eben über den Namen Tehuti, den man vielleicht bei den Germanen dann noch kennt, die auch den Gott Tod, aber eben unter dem Namen verehrt haben, auch zum Teil unter Merkurius zur Zeit der Lateinisierung dann in unserem Sprachbereich. Wenn man das H wegtut, T-U-T, dann sind wir eigentlich ganz schnell bei den Teutonen. Das sind die Deutschen. Und manche Geschichten zufolge ist er nicht nur Erfinder der deutschen Sprache, sondern auch Gründervater des deutschen Geschlechts. Kann man reinschauen. Tuatha de Danaan wären dann die im europäischen Bereich wirksamen Götter, vielleicht schon zur Zeit der Ägypter, vielleicht weiter zurück. Da erkennt man es nur an der Symbolik. Der geflügelte Helm. Die Tuatha de Danaan gehen zurück auf die Göttin Danu. Die Göttin Danu ist die Namensgeberin der Donau, der Danubia, also ganz eine maßgebliche Göttin für unseren Bereich. Keltische Gottheit ist später dann bei den Sumerern und bei den Babylonier umgewandelt worden, von weiblicher Gottheit auf männlichen Gott Anu.
Da haben wir eine der Umkehren, eine der energetischen Veränderungen drin, die man einfach immer wieder erlebt in der ganzen Geschichte, dass energetisch ganz viele Dinge umdreht worden sind, genauso wie Sonne und Mond von der Energetik her im deutschen Sprachgebrauch nicht richtig aspektiert sind, weil die Sonne eigentlich der männliche Aspekt ist und der Mond der weibliche. Wir haben es mit den Artikeln falsch besetzt. Das ist eine komplette Umkehr der Wertigkeiten und das leider auf ganz, ganz vielen Ebenen in unserer Zeit. Wir müssen das alles eben wieder erkennen und neu denken. Wenn wer Lust hat zu weiterführender Lektüre, die jetzt nicht direkt nur um den Hermes geht, Christa Zettel, die Reiserouten der Götter, immer wieder von mir ein vorgeschlagenes Buch, wirklich super tolles Werk, oder die Gesamtarbeit der Gisela von Frankenberg, kann ich da schicken, die Links, wenn du das wissen willst, vor allem von da. Das ist nicht fotografiert, das war nicht wirklich. Schicke dir, ja, kannst du auch, aber das kriegst du zum Beispiel bei Amazon gebraucht. Ja. Nein, kriegst du das, kostet vielleicht 10, 15 Euro. Ja. Super Buch. Oder die Serie von der Gisela. Die Gisela lebt leider nicht mehr, die Christa Zettel schon, die ist im Burgenland unten daheim. Die ist ganz, ganz eine liebe Lady. Gisela lebt selber nicht mehr, aber ich habe Kontakt mit ihrer Tochter, die ist Nachlassverwalterin. Erstlingswerk Nomo, Erscheinungsdatum 1985. Wenn du das bei der Friederike kaufst, kriegst du das Original einpackt in Plastik. Ist aber auch wieder offiziell erhältlich. Das habe ich geschafft mit der Friederike, das habe ich gesagt, das war super, super notwendig, dass man zumindest das Grundlagenwerk wieder neu auflegt. Und sie hat es geschafft mit dem Osiris Verlag. Die haben von dem einen neuen Auflag gemacht. Es gibt dann im zweiten Teil die blaue Blume, das ist der Gisela, ihr Versuch eines dritten Testaments, okay? Sehr interessant, aber ohne dem Grundlagenwerk kann man mit dem Rest eigentlich nichts anfangen. Da geht es rein auf die Geschichte 25.000 Jahre Wissen in der Kunst, also in der Symbolik, super, super, super geil. Super geile Arbeit auf Grundlage des Wissens der westafrikanischen Dogon. Und Christa Zettel war 5 Jahre bei die Bantu, bei einem Bantu-Stamm in Südafrika und ist vom Credo Mutwa in die Mysterien des afrikanischen Kontinents eingeweiht worden. Super interessante Geschichten. Ich finde es auch super, dass zwei weibliche Autorinnen sind, keine Autoren in unserer männlich dominierten Welt. Super Bücher. Die Gisela hat nachher noch eine Semesterreihe ausgebracht, weil es zeitlang ein paar Leute gegeben hat, mit denen sie weiter an der Thematik gearbeitet hat. Und die immer wieder so Abende gehabt haben, wo sie an gewisse Thematiken eben weiter studiert und weiter gearbeitet haben. Da gibt es eine 7-teilige Semesterreihe, von denen sind 6 als Buch ausgebracht worden, der Teil 7 nimmer. Den kriegt man dann von der Friederike als PDF oder von mir, je nachdem. Und da ist das Buch dabei, das uns mit dem Tehuti wieder verbindet, nämlich der Ursprung oder sagen wir mal der mögliche Ursprung der deutschen Sprache, dass der vielleicht zurückzuführen ist auf den Hermes, auf den Tod. Der auch in Afrika die Bantu-Sprachengruppe, weil Bantu ist eigentlich eine Bezeichnung für eine ganze Sprachengruppe in Afrika, die hat auch der Tod erfunden. Und eigentlich als kompletten Counterpart zu den Bantu-Sprachen die deutsche Sprache. Wir sind komplett, das Gegenteil, komplett, das ist mit Absicht so gemacht, damit wir uns ja nicht sprachlich verstehen können, nie. Auf der sprachlichen Ebene werden wir uns nicht treffen, weil wir haben ganz andere Grammatik, ist alles komplett umgekehrt. Der Sack. Aber das ist ein super Buch. Deutsch, Herkunft und Sinn eines Begriffes. Also wer sich für Sprachforschung ein bisschen interessiert, vor allem für die Herkunft der deutschen Sprache, gibt es mittlerweile einiges, das auch in die Richtung geht, haben wir auf Facebook ein paar Mal was herumgeteilt, gell? Herr Tanikassen Lehmann. Landmann. Erhard Landmann. Genau, der Erhard Landmann. Und irgendwann habe ich jetzt noch was geteilt, also kurz wieder, da hat auch einer ein Buch präsentiert, das aber aus irgendwo 1900 irgendwas, wo es auch um das geht. Der Ursprung der deutschen Sprache und dass das Verbindungen zeigt bis eben Ägypten.